Schade, dass ich keinen Monitor im Moment habe, weil sonst könnte ich morgen die PlayStation mit auf Arbeit nehmen und könnte. Bräuchte so plus 2000, ja. Ich jetzt auch. Also, wenn Fallout irgendwann mal Dedicated Server bekommt, Fallout 76 mit Mods und so, also, wo du. Da. Wo du eigenen Scheiß drauf machen kannst, so wie Ark oder so. Das erste, was bei mir draufkommt, ist eine Unlimited Raid. Dass du dann vielleicht da einen neuen Charakter komplett erstellen musst, neu farmen musst. Aber das erste, was bei mir kommt, ist, ist auch bei Ark immer das. In allen Spielen, die ich spiele, wo Mods möglich ist, Witcher, Fallout 4, Ark. Ich hoffe, die bringen das irgendwann mal. Problem ist, dass mein Lager mittlerweile auch schon übervoll ist. Wir haben ja das letzte Mal versucht zu optimieren noch. Ganz viel kaputt gemacht. Ist schon wieder ein Nuke runtergegangen. Ei, weißt du, was abgehen würde, wenn die für Fallout 76 irgendwann mal diese Dedicated Server rausbringen würden? Was da abgehen würde in dem Spiel, was das Spiel für einen Sprung nach oben machen würde, dass sie sagen, okay, du kannst deine eigenen Server mieten, keine Ahnung, für 10 € im Monat, kannst du drauf machen, was du willst, mit Mods, so wie bei Ark. Gut, du kannst den Speicherstand nicht auf einen normalen Server, du kannst nichts davon auf einen normalen Server, auf einen öffentlichen rübernehmen, geht ja bei Ark auch nicht. Aber was da abgehen würde, boah. Aber ja, Party, das kannst du wissen. Meine Base ist langsam ein bisschen voll hier. Ich hätte mehr erreicht. Ich auch. Was war jetzt seine Mission? Keine Ahnung. Was für Waffen habe ich denn jetzt noch? Brandaxt, Fleischerhaken, Kampfflinte, Schrot. Ich wollte mir eigentlich mal ein schönes Kampfgewehr basteln. Habe ich dafür. Ich kann jetzt hier nicht. Weil das Ding im Weg ist, ernsthaft. Ah gut, hier habe ich ein bisschen mehr. Bewegen. Bauen wir eine zweite Etage. Vielleicht gehen wir das nachher mal an. Wir werden jetzt erstmal wieder ein paar Missionen machen. So, warte mal, wie ging das jetzt? 7? Okay. Ich habe mir ja diese Priesel-Slots gemacht.
Ja, aber ich hab... Das, das Kampfgewehr ist hier noch überhaupt nicht drin. Aber davon habe ich eigentlich alles. Dann machen wir mal ein schönes Jagdgewehr. Das spiele ich ja eh gerne. Mein Leben hat sich in kurzer Zeit sehr verändert. Oh, wie da überall das scheiß Gewicht hochgeht. Ja, auch schon am Max-Gewicht. Mache ich gleich mal auf. Leben und leben lassen. Wer da nicht mitzieht, muss dran glauben. Was mache ich denn mit den Mods eigentlich? Die kann ich in die Waffen nur reinbauen, ja. Kauf mal ein paar Sachen. Ach nee, warte mal. Das ist ja... Das macht ja keinen Sinn, das da reinzupacken. Das muss ja da rein. Realistisch. Ja, doch, macht Sinn darin.
So die normalen Plasmakerne. Was braucht ihr? Ich habe das ja umgebaut. Was braucht ihr? Ich glaube, die 05er Munition braucht ihr. Das Jagdgewehr. Punkt 5er. Ah, wovon ich richtig viel habe. Läuft bei mir. Na gut. Dann gucken wir mal, was wir heute so an Abenteuer erleben. Nö, das fliegende, fehlende Glied. Weiß gar nicht, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Seltsame Bettnachbarn haben wir das letzte Mal gemacht. Dann machen wir das mal weiter. Wird aber wahrscheinlich am Arsch der Heide sein. Ja, natürlich da oben. Trick 17. Die ein Team suchen. Warum ist mein... Achso. Trick 17. Irgendein Team suchen. Und dann kostenlos da hochchatten. Die sind alle da unten. Das nutzt mir gar nichts. Ich brauche einen, der hier oben ist. Das nutzt mir... Camp ist zu nah für Schnellreiser. Hä? Junge, ich bin da unten. Wie kann das so schnell sein? Die haben alle ihre Camps da unten, ey. So, Kacke. Oh, danke. Wie kann das hier so schnell sein? Komm. Ja, wie kann das so nah sein? Die Richtung ist mal, das heißt, ist das der Richtige? Nee, ach, halt, irgendjemand. Dahin, die Richtung ist mal. Die Mission hier mit dem Roboter, mit dem Baseball, die gibt's gar nicht mehr, oder? Haben wir gar nicht gemacht? Und wir müssen auf jeden Fall mal kurz Skills auf das gehen. Das ist cool mit den Presets. Das ist mega geil.
Bevor man eine Straße quert, rechts, links, rechts und dann rüber. Man da wieder nirgendwo hoch. Toll, wenn ich jetzt ins Wasser reingehe. Bin ich maximal verstrahlt. Also bin ich auch so, aber... Guck mal hier! Kann ich das nicht nutzen? Oh, wir haben einen Grusel-Teddy gefunden! Und Rattengift. Du, Quickhunter, möchtest du auf dem Kuchen eingeladen werden? Ich möchte da mal ein neues Rezept ausprobieren. Hast du Interesse? Eigentlich dachte ich mehr so mit Rattengift. Können wir bitte mal darüber reden? Dass die andere Waffe keinen Schaden macht? Ich hänge Watz oder was? Ah, ich hänge Watz. Komm hier, Nahkampf. Ich mache irgendwie gar keinen Schaden. Ah, der blockt. Nee, den Grusel-Teddy packen wir da rein. Definitiv. Gefühlt macht das Jagdgewehr, was ich vorhin eben gebaut habe, überhaupt kein Damage.
Oh. Was hatten die drauf? T51. Ich hab das aber alles schon. Was ist das? Was hat er? Woher? Da oben. Tja, Jungs. Das ist jetzt meine Bude hier. Das war jetzt nicht beabsichtigt. Oh, ich hab deinen Boss getötet, hä? Was sagst du dazu? Was sagst du dazu, hä? Was sagst du dazu? Nein? Hä? 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 Ich schieß die ganze Zeit in ich habe die ganze Zeit hier die Wand geschossen, das habe ich gar nicht gesehen, ey. Die haben ein besseres Aim als ich, ey. Darfst du auch keinem erzählen. Wie kann er mich hier erwischen? Wenn ich ihn nicht sehe, sieht er mich auch nicht. Wenn ich ihn nicht sehe, sieht er mich auch nicht. Habe ich die Rüstung jetzt mitgenommen oder was? Ich habe die mitgenommen. Ja, aber ich brauche die nicht. Das war jetzt ein Noob-Battle, ey. Wo bist du denn gerade unterwegs, Creek Hunter? Und warum spielen wir nicht zusammen? Und warum laufe ich in die falsche Richtung? Was da hoch? Also, du bist gerade in Diablo 4. Oh, ich muss Diablo 4 weiterspielen. Ich muss Diablo 4 weiterspielen. Ich muss Diablo 4 weiterspielen. Oh. Wenn ich es auf PC habe, muss ich es für PlayStation nochmal kaufen, ne? Also, es war jetzt keine Frage. Das war, ist mir schon klar, dass ich es nochmal.
Ich werde mit Diablo 2 nicht warm. Ich weiß, ich werde jetzt gerade ein kleines Herz brechen. Und du wirst gleich wahrscheinlich mich deabonnieren und mich blocken und so. Ich werde aber mit Diablo 2 nicht warm. Ich habe es nie gespielt. Ich habe jetzt diese Remastered, Remake, was auch immer Version mal gespielt. Aber ich werde damit nicht warm. Vielleicht, mir fehlen vielleicht einfach so auch so die Cutscenes und die Story erzählt sich nur so nebenbei. Das kleine Inventar, was ja irgendwann noch größer wird, dass die Sachen kaputt gehen. Die Rüstungsteile, dass wenn du stirbst, nichts mehr hast. Und du zu deiner Leiche zurück musst und deine Ausrüstung. Ja gut, ich spiele es nicht seit Anfang an. Ich bin mit Diablo 3 eingestiegen. Ich habe Diablo 2 nie gespielt. Also für mich war Diablo 3 das beste Diablo, weil ich das 5-6 Mal hoch und runter gezockt habe. Hab damals mit Diablo 2 eine CD, ja gut, wie gesagt, da bin ich. Ich habe zehn Jahre lang kein einziges Spiel gespielt. Also ich habe wirklich nichts gespielt. Bin ja erst so 2014, 2015 wieder, habe ich mir erst wieder eine PS4 geholt. Und vorher habe ich ja Ende der 90er komplett ausgestiegen aus dem Gaming, nicht mal Handyspiele oder so. Also alles, was dazwischen gekommen ist, habe ich nicht mehr gespielt. Lauf gerade in die komplett falsche Richtung. Also das, da habe ich wirklich. Ist das mein Wegpunkt? Das ist auch nicht mein Wegpunkt. Wo geht denn die runter? Ein Atomschlag da unten. Bitte verlassen Sie das Gebiet schnellstmöglich. Werden wir mal so schnell wie möglich Richtung Ziel, Richtung dahin. Dann werde ich mein Zelt dahin stellen. Oh, was ist das denn? Ich bin festgepackt, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich bin zwischen meinem Zelt und ihm hier. Ich war zwischen ihm und hier meinem Zelt festgepackt. Ja, wie gesagt, ich hab jetzt, als diese neue Version rauskam, meinten alle, ja, jetzt musst du mal spielen. Ich werde da wirklich nicht mit warm. Das ist aber, ich sag aber klipp und klar, das liegt nicht am Spiel, das liegt an mir. Weil ich eben andere Sachen gewöhnt bin. Deswegen sage ich, würde ich auf keinen Fall sagen, ey, das ist ein scheiß Spiel. Nee, überhaupt nicht, gar nicht. Nehmen wir die Baggerrüstung damit darunter. Twisty Gaming, Mahlzeit. Einen wunderschönen guten Tag. Gut, Traum meiner schlaflosen Nächte.
Weiß nicht, warum ich das gesagt habe, aber herzlich willkommen. Da fehlen dir ja noch ein paar Level. Ja, aber das kriege ich die Woche hin, das ist kein Problem. Ach, kommt da. Jetzt kann ich. Das kriege ich die Woche hin. Das ist easy. Christi. Ich habe meine Rüstung eingepackt und habe diese scheiß fucking. Ihr wollt mich da alle verarschen. Ich habe die Teile vergessen mitzunehmen. Die. Das sah auch gerade komisch aus. Ja, komm, genau. Geh auf mich. Das ist immer gut. Auf den absoluten Noob. Mit der Geschichte hier. Was schießen die noch? Die. Was schießen die noch? Keine Ahnung. Also, ich sollte vielleicht mal. Alter, was da. Das ist ja cool. Guck mal, ich mach voll Damage bei ihr. Ohne mich wird die das hier nie schaffen. Guck mal, ohne mich. Oh, was ist hier los? Hilf mir! Hilf mir! Warte. Ich habe keine Mod für die Anzeige. Ich habe eine Mod drin, dass mein Chat oben gemutet ist, weil ich immer dieses Geräusch, wenn jemand schreibt, hasse. Und ich habe eine Mod drin. J. Ich bin gerade ein bisschen sorry. Ich habe eine Mod drin, dass ich so Preloads für, das kann ich dir gleich zeigen. Das ist aber keine Mod, das ist einfach nur deine Config, was verändert. Die Rüstung von dem Typ da sieht geil aus. Boah, ich sehe gar nichts. Es ist laut, ich sehe nichts. Geht hier ab. Warte, wir gucken gleich mal. Spielst du aktuell? Weil die haben da ein bisschen was. Aua. Die haben da ein bisschen was verändert in den letzten Monaten, ja, im letzten Jahr. Aber was das Inventar angeht. Ja, ich kann. Kümmere mich lieber um die Kleinen hier. Also warte, wir machen mal gleich, weil es ist auch gerade schweinelaut. Ich bin bestimmt ein voll wichtiges Mitglied dieser Jagdgruppe hier.
die da hinten? Ich bin über... Hab ich die da hinten schon geloot-dingsbumst? Oh, irgendwas ist doch da noch. Da kommt noch eine! Hilfe! Hi, Resist! Morgen! Kann ich die eigentlich hier essen? Nee. Oh, da habe ich nicht drauf geschossen, ne? Ja, ich habe das auch noch, also ich habe das mit, ich bin auch vom Spielstand viel zu niedrig. Um das jetzt zu machen, ja, vielleicht ist ja der eine oder andere hier noch dabei, der mir ein bisschen Loot gibt. Weil ich bin ja nur Level 40. Stufe 400? Nee, ich bin Stufe 40. Also guck mal, da ist sogar einer bei mir im Team, der ist 1380. Ja, da, also ja, genau da, wo meine Facecam ist. Genau da. Siehst du es? Da steht's. Genau da. Erkennt man das noch? Da außen 381. Meine Rübe im Bild. Nein, meine Rübe ist nicht im Bild. Meine Rübe ist ja hier. Aber da, genau da steht's. Ich kann sagen, wir haben sogar eine sexy Krankenschwester hier. So, keiner schenkt mir Loot, okay. Oh, da hat einer sein Zelt gesetzt, da hat einer sein Zelt gesetzt, da hat einer sein Zelt gesetzt. Da hat einer sein Zelt gesetzt, wie geil ist das denn? Sklavengrill? Gegenstände verwerten. Waffen. Switch mal irgendwas mit 1000. Twisty, warte, ich gehe gleich auf deine Geschichte ein, auf deine Frage ein. Gib mir mal kurz noch eine Sekunde, dass ich hier die Sachen, bevor der das hier wieder vielleicht wegmacht. Was gibt's denn hier am Ende? Klar, ein Grill. Die Rüstung von dem ist geil. Marschierter Angler. Oh, ich hab jetzt Hunger, ey. Oh, ich habe mir gestern so eine leckere Sojanka gemacht. Das glaubt ihr nicht. Da habe ich heute auch schon zweimal wieder von gegessen. Oh, warte, Twisty, wir reden gleich. Wir reden gleich. Gib mir kurz noch eine Sekunde. Ich suche gerade meinen Müll. Wo kann ich denn hier den... In dem Ding... Munitionslagerkiste? Okay, das... Ich will dieses Teil haben. Ich habe zwar das Zelt, aber bei mir sieht das nicht so geil aus. 45er Patrone... Ich hab das alles nicht in meinem... Hier ist die Verwertungskiste. Ha. Und Lagerkiste. Ackerrüstung da rein. Waffen. Gamma-Kanone.
Rüstung. Ja, die Rüstung alles werden wir dann verkaufen. Hilfsmittel. Ah, mein Lager ist voll. Aber ich bin wieder leid. Warum hat er so eine geile Bude? Wie kriege ich so ein Zelt? Ich habe das Zelt ja auch, aber wie kriege ich das? Ich will auch so mit so verschiedenen Sachen. Bei mir sind nur zwei Sachen drin. Das kann man kaufen im Atom. Wie heißt das? Was ist das? Camp. Camp? Das finde ich cool. Nein? Fallout First. Ich habe ja Fallout First. Guck mal, ich habe das Responder-Sanitätszelt. Ich habe das Raider-Zelt. Ich habe das Siedler-Zelt. Das ist ein Anhänger, den hab ich gar nicht. Was geht mit ihm? Der sieht gar nicht gesund aus. Alles okay mit dir? Hi Bernhard! Das ist ja irgendwas mit Enklave, oder? So, da sind ja genug Leute jetzt da. Jetzt solltet ihr mich einfach mal alle adden bei Fallout und mich schön ziehen, dass ich, weißt du, dass ich das Brett noch voll kriege. Macht mal was für den Streamer. Unterkünfte, Möbel. Müsste ja Unterkünfte sein, ne? Die habe ich alle. Ist irgendwas mit Enklave. Wie geht's dir? Ist das anfallen? Okay. Ducky, hi. Du anfollowst nicht. Du bist zu süchtig nach mir. Hatte heute mein Vorstellungsgespräch für ihn über Teams. Das war mein erstes Vorstellungsgespräch in meinem Leben, wo ich mit einer Trainingshose da saß. Übrigens mit dem Hintergrund. Ich habe zwar nicht die LEDs nicht angemacht, die RGB nicht angemacht. Online, voll modern, ja. Die sitzen auch alle über Deutschland verteilt. Er ist in Ostdeutschland, also in Dresden. Der andere sitzt in Köln, mit dem ich gesprochen habe. Ich habe jetzt nächste Woche und übernächste nochmal ein Vorstellungsgespräch. Da sitzt einer in Hamburg und einer auch irgendwo in Ostdeutschland. Ich, Enklaves, mobiles, und ich suche dieses Enklave. Hi Kermit, warum rote Karte? Ich suche dieses Ding hier, dieses Zelt. Das will ich haben. Ist unter Fallout Atomshop. Fallout First ganz unten. Und nicht bei mir. Zweite Reihe von unten. Achtung, Bürger. Ein Atomschlag steht. Oh, da schmeißt schon wieder einer eine Bombe. Bitte verlassen Sie das Gebiet schnellstmöglich. Danke für Ihre Kooperation. Dann fehlt dir das Pack. Welches... Ducky! Ich dachte, du wolltest anfollowen. Und jetzt danke für den... für das Ab... Mann! Danke für das Abo. Dankeschön. Sponta-Paket. Das sieht geil aus. Ich habe ja 6000 Punkte. Was für den armen Streamer, ja. Voll arm. Da, das fehlt mir wahrscheinlich, oder? Ja. Ja, komm, guck mal, ich habe so viel. Bin richtig arm.
Oh, ich muss morgen arbeiten, ich habe keinen Bock. Hast du denn schon freigespielt auf dem Brett? Nee, noch nicht. Sorry, ich muss gerade mit 2000 ausgeben, das sieht geil aus. Eigentlich müsste ich Geld, ja. Du kriegst Kackis. Was kam raus? Hi, Taco. Ja, es lief sehr gut. Wir haben uns eine Stunde unterhalten. Das war das ja das erste Gespräch von zweien. Wir haben natürlich auch dann den ganzen Scheiß mit der... Ich habe den Scheiß natürlich auch, weil ich offen drüber ausgehe, mit der Chemotherapie angesprochen. Und da meinten die... das ist kein Problem. Sie hätten mich jetzt nicht zu dem Gespräch heute eingeladen, wenn es ein Problem gewesen wäre. Also wenn das ein Problem für die wäre, hätten sie mich nicht eingeladen. Das war ja das Erstgespräch mit dem Recruiter und mit dem Abteilungsleiter für das neue Team. Die bauen das ja komplett neu auf. Und also er hat das jetzt zum 1.11. übernommen, ist auch erst seit 1.10., ist aber auch nicht aus dem Rettungsdienst. Ich habe noch nicht einmal gehittet, gell? Jetzt hab ich. Warte, wir quatschen ja gleich drüber. Habe ich den schon einmal getroffen? Ich habe mich einmal getroffen, kann das sein? Ja, ich habe das Jagdgewehr auch eben erst erstellt. Das ist auch kacke. Alter. Ich muss ja nur mal treffen, dass ich... Der Rest ist mir ja egal. Ich mache das auch gleich wieder kaputt. Ich brauche dann nur ein zweites Gewehr neben der Shotgun. So ein Feuerball, Junge, aber sowas von. Wir quatschen gleich in Ruhe. Wartet mal. Die habe ich nicht getötet. Da. Ah ne, die ist auch aus dem ersten Durchgang. Oh, 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 ich bin in diesem scheiß Gift hier drin. Das macht mir Damage. Immer noch keine Nebenquest von Rose gemacht. Ja, da war ich, bin ich gerade dabei. Da wollte ich ja gerade hin. Habe ich tatsächlich letzte gemacht, seltsame Bettnachbarn. Die Folge kommt irgendwann nächste Woche, weil ich so viel aufgenommen habe. Und ich habe jetzt aber auch 2 Tage nicht gespielt. Ich muss mein Team mal hier retten, Leute, deswegen kann ich ja gerade nicht so viel mit euch quatschen. Ohne mich. Sollten die hier nichts hinkriegen. Meine Waffe ist kaputt. Drago, die schöne Kampflinde, die du mir gebaut hast, ist kaputt. Wie der wegfliegt. Ah, das kann ich noch nicht. Ah, die kann ich alle noch nicht benutzen. Die sind alle erst ab Stufe 50. Warte mal, hier war doch eine Waffen. Warte mal. Space. T. R. Nee. Warte mal. Space. Ey, Leute, ich bin gerade ein bisschen
Er? Hä? Hey? Warum kann ich nicht reparieren? Ach, ist mir jetzt egal. Ich hab eine Axt. Komm her, Scheißvieh! Jetzt habe ich natürlich alles kaputt gemacht und hab keine. Ich hab keinerlei Waffen. Weil ich alles. Ich bin total überfordert gerade. Ihr lacht mich gerade wahrscheinlich im. Aber warum kann ich nicht reparieren? Einmal Space. Kampfflinte. Tee. Jetzt geht's. So. Waffe repariert. So, ich bin wieder im Spiel, Leute. Wo sind die Viecher? Kann alles töten. Oh. Kann alles töten. Wo sind die Bestien? Warte. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sowas hier jetzt passieren wird. Wir quatschen gleich, Leute. Es tut mir leid. Wieso lebt da noch einer? Ich habe sie mit der Shotgun erwischt. Ja, komm, fall mir genau auf den Kopf. Muss ich so weit laufen? Danke. Brandbestien. Warum? Ich kann nicht. Oh, komm, bitte lass noch mal eine Bombe dir knallen. Ich muss. Au! Munitionslagerkiste. Die da rein. Die da rein. Die definitiv da rein. Verwertung. Au. Was bist du denn? Das habe ich ja noch nie gesehen. Hey, lass den liegen. Der verarscht mich immer nur. Ich bin gleich bei euch, Leute. Wie gesagt, ich bin gerade ein bisschen überfordert. Ich bin gar nicht überladen. Was ist das denn passiert? So, ich habe mir jetzt das gekauft. Wie kann ich jetzt den Skin von meinem Camp ändern? Event ist eh vorbei. Event ist vorbei. Keine Atombombe mehr für Sasa. Dann gehen wir mal in mein Camp und dann quatschen wir in Ruhe. So ist wo mein Camp war. Da war mein Camp, gell? Das hat mich gerade komplett überfordert, ey. Kommst du nur durch das Spiel? Ja, ich habe das ja hier. Achso. Aber ich habe das doch jetzt gekauft mit Fallout First, das Paket, wo das drin ist. Die Kampfliste ist auch nichts mehr. Welches Level bist du? Ich bin Level 40. Immer noch keine Nebenquest von Rose gemacht. Doch, da war ich gerade dabei. Dieses Team rettet dich eher. Ja, auf jeden Fall. Das war auch sarkastisch gemeint. Baggerrüstung? Was willst du denn mit einer Baggerrüstung die ganze Zeit? Ey, du und deine Baggerrüstung. Wer zieht denn heutzutage noch eine Baggerrüstung an? Das braucht doch kein Mensch. Baggerrüstung ist sowas von Outs. Die ist hässlich. Die ist, die ist bäh. Ja, du bist im Weg. Die ist, die interessiert nicht.
die Backerrüstung. Ich suche gerade meine Backerrüstung. Die Backerrüstung ist hässlich. Die Ich hab die gerade nur gesucht. Ich dachte, ich hätte die noch im Inventar. Guck mal, ich hab die Baggerrüstung. Und ich hab noch eine andere schöne Rüstung. Leben und leben lassen. Wer da nicht mitzieht, muss dran glauben. Ich muss unbedingt meine Base heute mal umbauen. Sachsen zu der Rüstung. Ja, ich hatte die auch tatsächlich mit dabei eben. Hat keine Ahnung von gar nichts. Von mir aus geh nackig, wenn du dich glücklich fühlst. Okay. Ja, untenrum bin ich ja schon nackig. Streamer haben ja keine Beine. Ich habe auch eine T60 tatsächlich. Also ich kann dir mal... So, das ist das, was ich habe aktuell. Komplett. Was ist eigentlich das Ziel bei Fallout 4, weil wir am Ende Spaß haben mit Freunden? Sowas, was ich gerade gemacht habe. Es gibt, also genau, ich weiß nicht, was du meinst mit dem Inventar. Gut, jetzt können wir mal drauf eingehen, es war eben ein bisschen hektisch. Ich weiß nicht, was du meinst mit dem Inventar, dass es bei mir anders aussieht als bei dir. Ich kann gar nichts bauen, ich wollte mir ein ordentliches, warte, ich hab da was gebaut. Warte mal, Draco. Warte. Warte. Das muss der Draco erklären. Draco ist der Mensch, der, meine gute Seele. So, guck mal. Ich hab einmal den Slot 1 für, wenn ich draußen bin. Und einmal den Slot 7 für, wenn ich hier drin bin. Oh, warte mal, ich habe einen neuen Teddy. Guck mal, ich habe 4 Teddys. Na, soll der Onkel dir mal seine Teddy-Sammlung zeigen? Guck mal, ich habe ein paar... Ich muss unbedingt eine zweite Etage, hier wird's voll. Ich bin gerade ein bisschen gepumpt. Es tut mir leid, ich bin gerade ein bisschen aufgeregt. Bei Stärke hast du nichts drin. Ja, ich bin jetzt nur in der Base. Draco, ich bin nur in der Base. Das ist nur der Perk für, das ist nur, wir können ja was hier nicht, aber, können wir das reinpacken, aber, wie gesagt, ich bin aktuell nur in der Base, das ist nur für Bauen, Craften und, Pflanzen ernten. Also ich habe nur, der Draco hat mir die Config so geschrieben, ich habe 2 Sachen, dass oben der Chat leise ist, sei denn, er hat mir noch irgendwas untergejubelt, von dem ich nicht weiß, weil jedes Mal, wenn die oben im Chat geschrieben haben, dieses Geräusch, das ging mir so auf den Keks und dass ich, hier diese Slots hier unten habe, dass ich diese Perks, das ist meins, wenn ich draußen bin. Das kann ich eigentlich mit Staatsanleihen machen.
Was willst du? Hallo? Ja, meinte mich, Twisty. Sorry, Moment, ich muss das jetzt aussetzen. Alles gut. So, bei deinen Waffen, mach mal jetzt gleich mal, wenn du eh schon die Perks anfängst zu bauen, mach mal gleich die passenden Waffen. Jo. Wo kommt der denn schon wieder her? Deine Waffe, dein Camp ist so komisch. Ja, das ist auch nur mein einfach nur Bau-Einsteiger-Camp. Ich will das ja mal ausbauen. Das ist eine zweite Etage. Und das Team, ist das ein Random-Team? Das oder? Ist ein Random. Okay, kannst du jetzt mal mich einladen oder gehst mal aus dem Team raus, dann lade ich dich ein. Mal kurz bei mir ans Camp, da sehe ich die ganzen Dinger schon. Nee, wie geht man aus dem Team raus? Und gehst mal auf das Team. Ja. Auf das Team. Da, wo du ja. Diese drei Mannequin. Ja. Und klickst auf dich und Team verlassen. Hä? Nicht bei öffentlichen Teams. Achso, da. Und, mit den drei. Ja, das habe ich noch nie gemacht, deswegen. Team verlassen. Ja, genau. Und da Team verlassen. Ich höre mich ein bisschen doppelt bei dir. Team einladen. So. Wie ist Twisty? Ich habe davon überhaupt keine Ahnung. Das kann ich dir nicht sagen. So. Gehen wir mal kurz bei mir ins. Mein Leben hat sich in kurzer Zeit übersichtlicher. Ja, hier ist sehr unübersichtlich, ich weiß. So, mach mal erstmal kurze Perk-Einweisung, wenn du eh schon anfängst, da zu stapeln. Ich habe zwei Perks, habe ich tatsächlich jetzt noch wieder offen durch Level. Die habe ich jetzt ja, nicht. Ja, das ist erstmal schlimm. Schlimm. Wichtig ist, du musst dich entscheiden, welche Waffen du verwenden willst. Ja, du musst dementsprechend das Layout ein bisschen bauen. Ich weiß. Ich muss noch ganz kurz mal Zeug hier verwerten. So. Die Rüstung haben wir gerade ein bisschen. Komm mal zu mir. Ja, warte, ich hatte nur gerade Übergewicht. Ja, ganz ruhig. Gesundheit. Twisty, ich bin ein absoluter Noob in dem Spiel. Also ich muss mich jetzt auch erst reinfinden. Musste mit den Leuten. So Bernhard, der hier, Quikan, der Draco und so, die hier so. Oh, dein. Ah, ist jetzt los. Die sind so die absoluten Profis in dem Game. So wichtig, welche Waffen willst du verwenden? Weil es gibt verschiedene Layouts. Wenn du nur auf Gewehre stehst, bist du schon mal richtig mit. Bist du schon mal beides. Richtig mit. Also Gewehr und Nahkampf. Das geht nicht. Das geht schon, aber das ist eher umständlich. Weil Gewehre nimmt man eigentlich zusätzlich zum Beispiel Agility. Weil du da aus der Tarnung und so rausschießt. Dann eher die Kampfgewehr und Kampfflinte, die zwei. Wenn du nämlich Nahkampf, lass mich mal kurz ausreden, wenn du Nahkampf spielst, dann gehst du mehr auf Stärke und bei Nahkampf nimmst du gleichzeitig zum Beispiel schwere Waffen, wie zum Beispiel die Gatling, die ich dir mal gebaut habe, rein. Die macht dann auch richtig Aua, weil da bist du so bei pro Treffer bei 150 Punkten pro Schuss. Ne? Du hast jetzt sehr viel in Endurance reingesteckt. Das müsstest du zum Beispiel mal ein bisschen abbauen, die Punkte. Charisma kann man immer gebrauchen. Das sollte man so um die 8 Punkte, 5 Punkte bis 8 Punkte haben. Intelligenz ist gut mit 7. Und dann Agility zum Beispiel. Da nimmst du zum Beispiel eher. Du müsstest einen Haufen Punkte zum Beispiel auf Perception. Von Endurance auf Perception. Wie kann ich denn das umswitchen? Du hast hier. Du kannst sogar ein extra Layout machen, da wo die Kuh gerade steht, da ist an der Dingsbums so ein Automat, die Lochkantenmaschine, und da kannst du die Punkte umstellen. Ah. Du musst auch nicht gezielt, wie gesagt, was Spezielles nehmen, den kannst du halt dort du musst einfach nur R drücken, dann kannst du die Punkte bearbeiten. Du musst auch nicht für bestimmte Karten mehr irgendwas Spezielles nehmen, weil ab Level 50 kannst du aus allen Karten auswählen.
Mal davon abgesehen, man geht niemals über 10. Du kannst später Special Points in, für die ganzen Sachen nochmal rein investieren. Da kriegst du bis zu 5 Punkten nochmal raus. Und ich habe jetzt. Also nie über 10 gehen. So, siehst du es bei mir im Stream? Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel nur Schusswaffen, also nur Gewehre nutzen willst, müsstest du mehr auf Wahrnehmung gehen. Schusswaffen sind aber so ein Ding. Also Schrotflinte wirst du bei Zeiten sowieso ablegen, weil die sind nicht gut. Mach mal noch eins in Charisma rein. Charisma kann man immer gebrauchen. So, genau. Und jetzt nimmst du einfach mal an. Jetzt hast du erstmal angenommen. Hm. Lass es erstmal so. So, das zweite. Geh mal hier raus und hast du schon mal Special Points vergeben? Nee. Drück mal, da nicht. Geh da mal raus, mach mal Pitboy auf, geh mal auf die, auf deine Skills-Seite. Drück mal T. Jetzt, wähle erst mal aus. Ist ja, kannst du ja nochmal verschiedene Punkte jetzt gerade auswählen. Ne? Ja, du gleich aufwerten. Immer gleich aufwerten, mhm. Sowas. Mit geh nochmal auf das. Mir fehlt dieser Waffenmeister hier. Da drück auch mal R. Nee, was? Waffenmeister kommt noch. Das kommt noch. Was soll ich jetzt noch machen? Einen habe ich noch. Ist erstmal egal. Das ist wirklich am Anfang egal. Und dann mache ich Rüstmeister auf 3. Dann habe ich Rüstmeister auf 3. So. Du musst sowieso dann zum Beispiel zum Bauen und und Reparieren sowieso nochmal ein eigenes Slot. Das habe ich ja machen, schon. Weil du kriegst Waffen. Nee, du kriegst Waffenschmied und Rüstungsschmied nicht in einen Dingsbums rein. Du kriegst zum Beispiel Waffenreparatur und Waffenschmied für normale Rüstung. Für normale Waffen kriegst du halt rein, aber zum Beispiel für Nahkampfwaffen nicht. Und so. So, jetzt geh mal oben bitte auf legendäre Skills. Siehst du oben die. Ja, ja, ich hab's schon. Hab schon. Genau. Ja, achso, weil das. Gut. Hier, du kannst ja schon mal R mit R dir die anzeigen lassen. Das ist natürlich noch gesperrt. Level lustig, dass ich bis heute nicht weiß, wenn bei 60 Spielstunden insgesamt, dass es legendäre Skills gibt. So fahre ich gerade das erste Mal. Oder das hast du wahrscheinlich schon mal gesagt, ich hab's aber nie zugehört. Oder ist zum Beispiel Distanzfeuerwerk sehr gut. Wenn die hier nur einen Stern haben, heißt das, wer kann die auf 4 Sterne dann irgendwann upgraden? Du kannst die upgraden, das gibt, braucht dann immer mehr Punkte. Du kann, geh mal weiter runter, es gibt noch viel mehr. Ja, ich sehe schon rechts, dass da noch weitergeht. Ich guck nur gerade. Also explodierende Hand zum Beispiel wäre was. Giftige Klamotten kann man später hacken und schlitzen. Ah, hier gibt es mehr Punkte, das ja. Das ist wirklich nur, wenn du auf Nahkampf gehst. Hier hast du zum Beispiel die Skill-Punkte ab Level 50. Dann kann man aber immer nur einen ausrüsten oder kannst du mehrere? Nee, das, je höher du ein Level gehst, desto mehr Slots schaltest du frei, also desto mehr kannst du verwenden. Du kannst auch, wenn du mal einen irgendwie dir doch nicht gefällt, kannst du den wieder zurücksetzen. Das Problem und ist halt, ich habe ja hier unten diese 14 Punkte, die ja daraus entstehen, wenn ich Skillkarten genau. Kaputt mache. Und die kann ich dann nehmen, um diese... Um aufzurüsten. Ah, okay. Und wie viel kostet das, eine Karte aufzurüsten für Punkte? Komm, 50 ist der Start, glaube ich. Achso, okay. Dann geht's hoch. Aber du kriegst zum Beispiel über Spielbrett welche, du kriegst wenn du Karten, die du wirklich niemals einsetzt und auch nie sammeln willst, die kannst du ja jederzeit verschrotten. Mach das aber jetzt noch nicht am Anfang, mach das erst, wenn du ungefähr weißt, was du haben möchtest. Ich habe bis jetzt nur doppelte Karten, also wenn ich jetzt irgendwas schon auf 3 hatte. Du hast keine Doppelkarten, nee, wenn ich, du musstest mal bestimmte Karten aufrüsten. Nee, wenn ich lass mich mal aussprechen, wenn ich irgendwas auf 3 hatte und habe die dann über ein Paket nochmal bekommen, dann habe ich sie kaputt gemacht. Ja, ja, das kannst du machen. Manchmal brauchst du aber zum Beispiel für verschiedene Layouts auch zum Beispiel nochmal einen 2-Sterner oder so, statt einen 3-Sterner oder sowas. So, unter Charisma zum Beispiel, du hast jetzt da noch nicht so viel. Wenn du alleine unterwegs bist, solltest du zum Beispiel einsamer Wanderer, den Perk, dir mal hochziehen. Den hab ich nicht. Dir nämlich, ja, wenn du alleine unterwegs bist, da wirklich mal drauf achten, wenn du demnächst Karten sammelst,
immer den einsamen Wanderer mal zum Beispiel reinnehmen, weil der ist zum Beispiel sehr gut. Der gibt dir zum Beispiel, du erleidest 20% weniger Schäden und hast 30% mehr AP-Regeneration. AP habe ich mir schon, habe ich mir auch hier schon, hier Action Boy auf 3, Marathonläufer auf 3, dass mein AP, dass ich sehr viel AP habe. Bei Agility. Das bringt dir aber nichts, weil du die ständig weiße immer vergisst zu trinken, dann nützt dir der Action Boy nichts. Weil deine AP dadurch sowieso wieder... Ja, nee, das funktioniert schon tatsächlich. Das hat die letzten Tage gut funktioniert. Okay. So, jetzt muss, wie gesagt, du musst dich jetzt ein bisschen entscheiden. Wenn du Gewehre nehmen möchtest, ja, dann tust du unter Perception alles, was so Gewehre, wie du jetzt schon hast, wirklich reinmachen. Aber da wäre zum Beispiel ganz wichtig, dass du dir Panzerkiller noch zulegst. Der ignoriert nämlich dann Rüstung, ne? Dann darfst du aber zum Beispiel dann benutzt du aber Stärke weniger für Nahkampfwaffen, weil du eigentlich Nahkampf fast verzichtest. Du hast da eine mit zur Notverteidigung und packst eigentlich ansonsten nur Sachen rein, womit du Gewicht reduzierst. Also sprich bei der Stärke dann warum, wirklich nicht Gladiatorkampf. Warum kann ich die zwei nicht zusammenpacken? Weil drück mal R. Ach doch. Ja, Entschuldigung. Doch. So, unter Stärke, wie gesagt, unter Stärke jetzt mal, wenn du da, hast du da schon was besorgt, wo du, wie starker Rücken und so, okay. Dann benutzt du normalerweise bei Stärke wirklich nur Sachen, hier zum Beispiel der Waffenträger, der kann zum Beispiel rein. Achso, ja. Das Gewehre sind 25% weniger wiegen. So, da du keine schweren Waffen verwendest, brauchst du auch keinen Bärenstark. Kampfkünstler und Gandiano, das tust du mal später dann quasi austauschen. Ja, das so, sind doch am Anfang, wo ich noch mit Nahkampfwaffe rumgelaufen bin. Was ganz wichtig ist bei Endurance, das sehe ich noch nicht bei dir, das ist Hieb- und Stichfest. Das ist, wenn du mit ohne Powerrüstung, das machst du, das ist ein Setup ohne Powerrüstung. Auch dafür hat Red Rocket noch Benzin und Diesel zum besten Preis aufladen. Da kriegst du nämlich plus 50 Schaden und Energieresistenz und das koppelst du zum Beispiel mit dem Feuerfest. Warte mal, Stärke war, was war das? Panzer? Nee, was war das? Stärke? Hast du eben gesagt, das, was ich brauche unbedingt? Starker Rücken zum Beispiel. Starker. Oder was auch ganz, ganz viel bringt, ist Reisapotheke. Da werden nämlich sämtliche Camps werden um 90% reduziert beim Tragen. War ich das nicht? Das kommt mir irgendwie so bekannt vor. Das ist bestimmt zerlegt. Naja, wahrscheinlich hatte ich das irgendwann mal auf einem anderen Char, aber das kenne ich mit dem Camps. Und jetzt Endurance war... Zum Abflug. So, weil ich das gerade bei dir sehe, Kannibale, das ist zwar jetzt am Anfang schön, später brauchst du den aber wirklich nicht mehr. Ne? Naja, das werde ich dann auch mal rausmachen. Bin aber gerade tatsächlich überlegen, ob ich einen Kannibalen rausmache und das Adamantium-Skelett reinpacke. Ja, wenn du alleine unterwegs bist und so, also Adamantium-Skelett habe ich auch sehr oft mit drin. Du solltest, wenn du das drin hast, solltest du dich aber hin ducken, wenn du rumballerst. Ah, okay. Das kriege ich nicht, das vergesse ich eh mal. Ne, also wenn Adamantium geht, nee, mach das Ding ist, gerade, ich habe ja in Perception, habe ich 4 Punkte, die ich nicht benutzen kann. Die packe ich jetzt erstmal in Endurance rein. Lass die, nee, würde ich nicht. Doch, aber es macht, ja, aber es macht keinen Sinn, weil ich kann es im Moment ja eh nicht benutzen. Ja, gut. Ich würde die dann eher nicht in den Durin, sondern eher in Beweglichkeit reinpacken, weil du hast in Glück reinpacken, weil du hast nämlich bei Glück ganz wenig. Ja, aber ich habe auch für Glück keine Karten. Ich muss ja im Moment da so ein bisschen danach gehen. Mach lieber bei Charisma noch eins rein, bei Intelligenz noch eins rein. Ach, Intelligenz, ich brauche keine Intelligenz, ich bin intelligent genug. Weil Ausdauer lohnt sich, wie gesagt, über 10 gehst du sowieso nicht. Später machst du das dann anders.
Ich muss ja gucken, du, was habe ich. Ich muss ja aktuell. Deswegen habe ich dir den Mod auch gegeben. Ich muss ja aktuell gucken, was habe ich für Perks. Jetzt macht ja jetzt keinen Sinn, da oben Perks ungenutzt zu haben. Ja, du kannst zum Beispiel Unwiete Stelisch reinmachen. Das ist halt zum Beispiel ganz gut, wenn du viel im Team unterwegs bist. Ja, aber ich bin ja selten im Team unterwegs aktuell. Und vieler drauf, naja, gehst du halt in ein Random-Team rein. Ist doch egal. Wenn wir Ops machen und so. Abrissexperte kannst du aufwerten. Kann ich zum Beispiel schrotten? Nee, Apotheker. Nee, es ging nicht um Apotheker. Achso, Rüstmeister, ja. Abrissexperte müsstest du mal R drücken. Achso, stimmt. Wieso R? Weil du das von 2 hast. Achso, ja, stimmt, da unten hab ich's gesehen jetzt gerade. Sorry. Ja, aber ich benutze keine Sprengstoffe. Dazu zählen aber witzigerweise auch Granaten. Oh, komm, dann pack ich's rein. Lack habe ich natürlich gar nichts. Ja, das kriegst du jetzt. Wenn du das nächste. Du kriegst garantiert. Bei Dings ist immer sowas drin. Mit. Also Pharma-Fan würde ich reinmachen erstmal und genau die beiden würde ich erstmal reinmachen. Ah, ja. Du bist ja sowieso noch 10 Level und dann bist du, das geht so ratzifatzi. Ich nehme jetzt halt, mal die 2. Ja, ich weiß, alles gut. Nimm Philanthrop ruhig mit rein. Philanthrop? Galaktischer Service. Ich würde gerne bei Endurance trotzdem irgendwie. Also Trommel da, was hast denn du doch noch drin? Langsame Metabolisierer, ne? Ja, genau. Nahrungsmittel. Okay, den kann man erstmal drin lassen. Bleimagen brauchst du überhaupt nicht, der kann raus. Ich weiß, dass den macht man gerne rein wegen dem Rad, aber der kann raus. Da gibt's später kannst du was reinmachen. Dadurch baust du sowieso Radium ab. Also ich habe zum Beispiel einen legendären Skill auf 1 noch drin, der nach und nach die Strahlung abbaut. Okay. Weil das Gute, wenn du nicht auf einen, wenn du nicht drauf stehst, da mit 75% Radweiten rumzulaufen, um mehr Schaden zu machen, und du eine Glaskanone bist, dann ist das zum Beispiel ideal. Ich sehe das immer in OPs, da gibt es halt sehr viele, die laufen da mit 75% Radweiten rum. Und werden einmal getroffen, sind tot. Ja, und was Bernhard sagt, Abrissexperte zählt auch Explosivmunition. Also wenn du eine Waffe machst mit Explosivmunition, zählt das als Sprengstoff. Das ist halt. Deswegen ist das eigentlich einer der stärksten Skill-Perks. So, Action Boy ist okay. Wenn du. Wenn du zum Beispiel bei Agility, du hast ja da bestimmt auch ein paar Pistolen und so ein Krimskrams. Nee, Pistolen nutze ich gar nicht. Hast du Schleichskills schon gemacht? Nee, auch nicht. Ausweichen ist zum Beispiel recht gut. Ja, aber Agility habe ich so, das würde ich ganz so alles lassen, was da drin ist. Dass meine Aktionspunkte reichen. Ja, den nimmst du nachher, diesen Hike-Through, nimmst da Through-Killer, den kannst du drin lassen. Action-Boy brauchst du nicht zwingend. Ja, aber also ich bin regenerieren sich schneller. Ich bin so viel auf der Map unterwegs und muss überall hinlaufen, das nervt, wenn das, ich habe den letzten Tage, seitdem ich das drin habe, war das sehr angenehm, weil das ist so. Und ich würde dir empfehlen, den Marathonläufer dann zumindest mal rauszunehmen. Es ist zwar schön wegen dem Laufen, aber da ist zum Beispiel Ausweichen viel besser. Und du kannst auch erstmal, das hast du ja für dich, geborener Überlebender. Das ist so richtig gut für dich. Weil lies mal den durch. Ja, ich weiß. Ja, ich lasse das. Und ich mache die nächsten Levelpunkte, mache ich in Agility rein, wenn ich jetzt wieder levele. Und nimm mal die Marathonläufer bitte raus. Und nimm mal bitte Ninja rein. Das nee, ich würde den Marathonläufer gerne drin lassen, tatsächlich. Wieso kann ich hier bauen? Bloß wegen Laufen? Also, ja, weil ich so viel. Nein, pass mal auf, wenn du gehst jetzt auf Gewehre. Ja, wenn wir. Hier brauchst du keinen Kampf auf. Ja, ich weiß, hab mich gerade verklickt. Du gehst jetzt auf Gewehre und da solltest du dich sowieso immer hinhocken, weil du dadurch automatisch mehr Schaden machst. Und da ist der Ninja zum Beispiel
Und da gibt es halt auch ein paar andere, die sind da Gold wert, weil die nämlich den Schaden erhöhen. Und zwar ja, wie gesagt, deswegen habe ich ja gesagt, ich mache jetzt die nächsten Level-Ups, die ich mache, mache ich in Agility rein. Und dann kann ja, ich den Ninja... du machst ja auch noch Maximum. Ja, aber ich bin so viel, ich bin so viel auf der Map unterwegs und ich bin so viel am Laufen, weil ich ja noch nichts freigeschaltet du habe. Du hast doch jetzt... die meisten Sachen hast du doch schon in der Reise freigeschaltet. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt hier ein bisschen was, ja, aber guck mal, hier ist nichts freigeschaltet und so weiter. Ich bin jetzt guck eben. Mal, das ist zum Beispiel die Hauptquest, die sollst du eigentlich gar nicht machen. Ich mache aber die Hauptquest. Die Nebenquest ist das für ein Bunker. Die ja, aber ich mache ja, ich folge ja der Hauptquest auch. Ich will alles ganz entspannt. Ich möchte da kein. Also weißt du, Nebenquest mache ich, wenn es soweit ist. Weil wir die Bunkermission sonst nicht machen. Du kannst halt nicht in den Bunker mit rein, das ist halt scheiße. Ja, das kann ich ja nachher machen, aber jetzt wollte ich erstmal, weil ich das letzte... Ja, aber ich hab's ja für YouTube aufgenommen und die letzte Folge, die ich für YouTube aufgenommen habe, hat damit aufgehört, mit der Stelle hier. Und jetzt möchte ich eben für YouTube weiter aufnehmen, dass ich genau an der Stelle weitermache hier. Das ist mein Ding. Ich will jetzt nicht alles kreuz und quer durcheinander, weil dann ist es genau wie mit den alten Speicherständen, dass ich irgendwann da und da und nicht mehr weiß, was habe ich eigentlich alles. Und ich möchte jetzt einfach der Hauptquest folgen und gerne dann nach der Hauptquest mit Rose gerne die Nebenquest mit ihr machen. Ich will mit der, und dann kann ich eben nicht in den Bunker rein. Ja, das Problem ist, dann kommt die nächste Hauptquest und dann. Ja, nee. Wenn ich mit der Hauptquest mit Rose fertig bin, dann mache ich die Nebenquest. Aber ich will das jetzt gerade so wirklich mein Ding da durchziehen. Du mit der Hauptquest raus bist du eh, glaube ich, schon fertig. Nee, ich hab noch. Ist. Okay, ist egal. So, bald nochmal bei Agility. Also wichtig, eigentlich brauchst du, deswegen muss der mit dem schnellen Laufen raus. Du brauchst ausweichend auf 3 und du brauchst vor allen Dingen, du hast ja jetzt erstmal Ninja, du brauchst Geheimagent auf 3 und wir bauen jetzt die Waffen dann halt auch dementsprechend, dass du dann halt wirklich Schaden machst. Ja, wie gesagt, im Moment geht's ja mit Schaden gut, also ich hatte jetzt eben nur bei... Naja, dein Schaden ist, muss ich ehrlich sagen, extrem gering. Ich sterbe nicht, das ist das, was... Ja, das ist kein... das ist mein Anspruch, dass ich nicht sterbe. So, geh mal an die Waffenwerkbank, das kannst du schon bauen. Warte, dann muss ich das andere Loadout reinmachen. Ich habe aber waffenmäßig kann ich noch nichts, weil mir der komplette. Weil mir das komplett fehlt. Also Waffen gar nichts, Rüstung kann ich. Waffenschmied musst du unbedingt. Ja, ich habe das tatsächlich noch gar nicht bekommen. Also Waffenschmied wäre auch so. Doch, das kriegst du eigentlich. Waffen-Dingsbums kriegst du wohl jedes Mal, okay. Du baust also Gewehr. Das ist eine Taxidermie-Bastelwerkstatt. Hab noch gar nicht gehört. Oh, ich kann ein bisschen was verwerten. Ja, das Bild wird da sowieso immer ändern. Ja, du wirst erst merken, dass also das mit dem Rennen. Ich kann mir ja ein Bild bauen, dass ich irgendwo hinrennen muss oder irgendwo hinlaufen muss und dann, wenn ich vor Ort bin, mache ich. Das ist aber das Problem, das dauert zu lange. Vor Ort gehe ich dann schnell mit den. Vor Ort gehe ich dann schnell, wenn ich auf das Bild kämpfen und so weiter. Das ist ja alles easy, das kann man ja alles machen. Eine Kampfflinte würde ich dir schon mal nicht empfehlen, die ist viel zu schwach. Die Kampfflinte ist einfach zu schwach, weil generell Schrot ist zwar am Anfang cool und, aber da hast du zum später bessere Sachen. Die hast du mir doch gebaut. Weil weil du unbedingt eine haben wolltest, weil du mit der Pumpgun rumgelaufen bist. Na, ich bin nur mit der Pumpgun rumgelaufen, weil ich einfach was gebraucht habe, was ich... Also im Moment habe ich nur eine Brandachse und eine Kampfflinte. Es gibt später, eine relativ gute Kampfflinte. Eine gibt es zum Beispiel beim Ausbau. Ach, was du mal kaufen kannst bei mir kurz, sind die Ultrazit-Sachen. Da müssten noch welche im Automaten. Wo denn? Im Automaten, der links. Okay. So, mechanische Waffen. Hier im Red Rocket Minimarkt? Naja, genau. Ultrazit. Was sehr stark. Seht da nichts für Ultrazit. Geh mal auf. Hat jemand rausgekauft? Geh mal bitte auf. Was kann ich für Sie tun? Brauchen Sie neues Kühlwasser? Vielleicht hast du die auch schon. Oder ich sehe hier nur Klavier, Marinerüstung, Splittergranate, Heilsalbe. Und dann letzten Mal noch.
Red Rocket ist familienfreundlich, denn wir sind ihre Familie. Für sie. Warte mal. Bastel dir eine ordentliche Hand. Einen habe ich sogar gerade da. Vielleicht hast du auch einen Bauplan sogar gekriegt, weil du jetzt durch, bei dem Event mit dabei warst. Also, das ist natürlich jetzt. Ist auch spät, aber wenn du die Nebenquest machst. Wenn du die Nebenquest machst, kriegst du die übrigens auch, die komplette Bauplansatz. Ultrazieht, also ja, ich hab Ultrazieht rechtes Bein, Ultrazieht Jetpack hab ich. So, hier, guck mal, hier vor ist zum Beispiel, genau, ich hab hier noch gerade was auf dem Boden gelegt. Aber ich glaube, das Torso kennst du schon. Ja, das Jetpack kann ich dir wiedergeben. Die würde ich dir empfehlen, statt der T51 mal, weil die nämlich gerade unten viel, viel stärker ist. Ja, warte mal, ich gebe dir mal das zurück, dann kannst du... So. Kannst es verkaufen. So, warte, so ich muss hier wieder aufnehmen, hier, sag ich dir mal, was ich ungefähr brauche. Du bist Level 40, ne? Ja. Was zum Beispiel für dich, da wirst du dich jetzt wirst du gleich lachen. Was zum Beispiel für dich ganz stark ist, ist das Gleisgewehr. Da brauche ich von dir 49, nee, Stahl brauche ich nicht. 9 Öl, 7 nukleares Material, 18 Schrauben, 9 Zahnrad, 9 Kleber, 8 Plastik. Also was, also mal 9 Öl? 9 Öl. Was noch? 7 nukleares Material. Ich hab. Wenn du es nicht hast, brauchst du nicht. Ich hab nur. Ich hab atomare Abfall. Warum ist das direkt nuklear? Warum ist das hier nicht nach. Kannst du sortieren mit Q. Ah, jetzt. Nee, auch nicht. Ich will das hier nach Namen sortiert haben. Das ist jetzt nach Gewicht sortiert. Wert? Ach, Gewicht? Stapelgewicht. Ich will das aber nach Namen. Nukleares Material. Nukleares. Habe ich nicht Schrauben brauchst oder Zahnräder? Schrauben 18. Lose Schrauben einfach. Ja. Ja. Was noch? 9 Zahnrad. Ja, Ausputzer ist halt. Hat er sicherlich nicht und den kann er bestimmt auch nicht bauen, weil er die Nebenquest nicht gemacht hat. 10 Zahnräder habe ich. Was noch? Kleber 9. Kleber habe ich doch. Kleber, 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 Kleber. Hier, 9? Genau, das ist jetzt nur für die Waffe hast, ne? Ja. Und dann Plastik 8. Also mir fehlt eine Suchfunktion hier oben oder... Ja, das ist das, was in sämtlichen Bethesda-Spielen fehlt. Auch in Starfield. Ich hab doch Plastik irgendwo, ich weiß es doch. Da. Höchstwahrscheinlich. 1500 habe ich. Wie viel brauchst du? Erstmal 8, jetzt nur zum Bauen des Gleisgewehrs. Und wenn wir jetzt Mods noch ranbauen, wird das nochmal... Ja, ich hab ja das... Also bis auf das Nukleare habe ich alles mehr als genug. Also wirklich bis auf das Nukleare habe ich alles. Ja. Munition ist recht einfach herzustellen. So, hier liegt's. An unseren Red Rocket Tankstellen erhalten Sie. Muss das wird jetzt deine Einzelschuss mega Dingsbums. Du wirst merken, es gibt viel Schaden. Muss dann noch sagen, was du an was für die Mods brauchst. Deswegen bin ich so ein Loot-Goblin, weil ich dann immer alles an Schrott dabei habe. Ich kann heute nur... Ausputzer bringt halt nur was, wenn er die Perks reinmacht. Und die will er ja nicht reinmachen. Ja, die mache ich später rein. Das ist aber jetzt will ich, wie gesagt, ich bin so viel auf der Map unterwegs, dass mir das mit dem AP im Moment besser gefällt. Und ich benutze relativ schnell... ich benutze im Moment sehr, sehr viel Watts. Ist halt damit nicht, Watt ist egal, das ist halt, wenn du mitten, wenn du halt, du machst halt doppelt so viel Schaden oder viermal so viel Schaden, wenn du halt im Schleichmodus bist, also geduckt. Also wenn die dich nicht sehen und da, das macht halt umso mehr aus. Außer übrigens für die Pionierquest sowieso das Gleisgewehr. Ja, das ist jetzt erstmal nur Level 14.
Muni ist einfach so, aber so. Erstmal das Geistgewehr. Jo. Muni ist einfach aber so schwer, das stimmt. Mit ohne Waffengott. Aber da muss er nicht so viel mitnehmen. Ich habe immer so 50 bis 60 Schuss noch mit. Und dann, weil eine Waffen, eine Bastelwerkstatt findest du mal schnell. Ah, die Grubmauer kannst du wieder aufmachen. Aber meine andere Frage, wie kann ich denn bei meinem Fallout First Camp das ändern? Was? Ja, ich habe mir jetzt ein anderes gekauft. Fallout First. Das musst du im Atom Shop ändern. Achso. Da musst du das auswählen, das ist wie mit den, wenn du Schrott und so. Achso, im Mode. So, die Nahkampfwaffen würd ich alle zerlegen an deiner Stelle bis auf einen. Ja, hab ich auch. Ich hab nur eine drin. Ich hab ansonsten, glaube ich, im Inventar nur welche, die Sterne haben, die ich jetzt verkaufen muss. Ja, unten hast du zum Beispiel die ganzen Siedlercamps, Raidercamps und. Da musst ja, aber ich hab das nicht das, was ich suche. Was, das ist weiter vorne sicherlich. Das muss auch nur Zelte sein. Komm mal nach oben. Ich habe ja jetzt das gekauft hier. Nee, wo ist es? Das mit der... Das wird dann nicht mehr angezeigt. Musst du runterscrollen. Also was du im Besitz hast, da wirst, wenn du das Komplettpaket kaufst, musst du in den einzelnen Rubriken gucken. Ja, aber das müsste ja hier angezeigt werden, weil hier werden ja alle Zelte angezeigt und ich habe ja das von der Enklave gekauft. Geh mal nach oben. Du bist nach unten, von der Enklave. Ja. Ja, jetzt bist du wieder unter Outfits, das bringt dir nichts. Du musst wirklich unter Zelte gehen. Ich bin unter Zelten. Nee, das ist Fallout First ist das hier. Da müsste das ja drin sein. Ja, aber du bist zum Beispiel jetzt unter Unterkünfte. Du musst ja direkt auf die Rückzelte gehen. Du bist zu langsam im Stream. Aber ich bin so. Unter Fallout First. Hier sind alle Skins von den Zelten. Hast du Unterkünfte gekauft oder hast du ein Zelt gekauft? Weil Unterkünfte, ich habe ein Zelt gekauft. Die unterirdisch. Das, was okay. Aber also muss ich das kaufen und dann im Spielbrett nochmal freischalten? Wie nervig ist das denn? Also, wenn. Wo ist denn das? Warte mal ganz kurz. Twisty, wo ist denn das im Spielbrett? Dämlich ist das denn, dass ich mir das rechte Seite. Sorry, aber wie dämlich ist das denn, dass ich mir das mit Atom kaufen muss und dann nochmal extra. Ja, ich sehe es gerade, da ist es. Da komme ich doch nie hin. Nur doch, bis man halt die ganze Zeit die Dailies und Weeklies abschließen. Also wie dämlich ist das denn, dass ich das mit Atom kaufen muss und dann nochmal auf dem Spielbrett freischalten? Du hast bestimmt nicht das Zelt gekauft, du hast bestimmt das Paket gekauft. Ja, ich habe das Paket mit dem Skin gekauft, genau. Was? Du hast ja hier die. Nee, das sind unter. Das ist ein anderes Zelt, was du gekauft hast. Ja, ich mach trotzdem, dann mache ich da das rein hier. Ja. Nur was du reinmachst, ist ja egal. Nee, ist es nicht tatsächlich. Das Standardzelt hat nicht die Sachen drin, die das Enklave. Das Enklave-Ding hatte zum Beispiel Munitions mit drin, es hatte Waffen, das hatte mehr drin als das normale Standardzelt. Was gibt es bei. Was? Ja, aber ich habe ja das Paket im Shop gekauft. Ja, ist ja egal jetzt. Peter, wo bleibst du denn? Twisty, danke für den Follow. Vielen Dank, herzlich willkommen. Ja, muss ich mehr spielen. So. Genau, jetzt muss Twisty noch mehr spielen. Jetzt musst du noch mehr spielen und Twisty dann auf dem Dezember. Ich habe ja eh bis Mitte Dezember noch Urlaub, also. Federn, gib mir mal 10 Federn, dann mache ich das jetzt ein bisschen schneller und dann sage ich dir mal, was ich sonst noch brauche. 10 Federn. Machen wir jetzt eine handgefertigte. Was brauchst du noch auf? Was brauchst du noch? Federn anstatt Federn? Noch mehr? Zahnrad kannst du mal schrauben, Kleber. Ne, Kleber habe ich. Alles 10 Mal? Ja, Federn. Gib mal 20 Federn raus, 20 Schrauben, ja, 20 mal Zahnrad. Du musst ja noch ein Dingsbund drauf bauen. Mods. Die Frage ist, möchtest du ein Unterhebel-Tiergewehr als Kaliber 45? Ich habe keine Ahnung, ist das gut? Ganz gut, ja, das macht so eine. Brauchst du noch irgendwas anderes außer Federn, Schrauben, Zahnräder? Später, erstmal nur das und ich sag dir dann, wenn ich wieder was.
Okay, warte. Ich bin froh, dass ich so viel. Ja, das ist aber, du wirst sehen, später brauchst du das alles nicht mehr. Du reparierst dann einfach nur. Ja, ich weiß. Wird nicht mehr viel. Da brauchst du nur eigentlich Plastik und Blei. Das ist meist was brauchst. Und Ultrazin. Also du läufst Obst, also jetzt dann brauchst du nichts, weil du kriegst aus der Obst mal nette Munition. Kennst du ja schon. Okay. Bei Level 45 muss man dann nochmal umbauen. Die handgefertigte zum Beispiel, die ist nämlich. Da können wir dann, dann kannst du die auch legendär machen. Sind die Straßen zu glatt? Dank des Premium Services von Red Rocket wird Ihr Auto die Berge nur so hochdüsen. Aber wie kann man dann am schnellsten das Gaming Pad? Das Brett vorantreiben. Also erstens die Dailies und die Weeklies abschließen und dann halt was machen, wo du ständig levelst, weil dieses ständige Leveln kriegst du ja auch immer Punkte, wenn du da zum Beispiel viel Ops läufst oder irgendwas, was viel Level bringt. Dann kriegst du das mehrmals hintereinander am Tag und das nicht zu wenig. Also da kommt schon was raus. Alu fehlt mir gerade jetzt krass. Ja, warte, ich geb dir gleich. Tatsächlich. Das ist das erste Mal seit langem, dass mir Alu fehlt. Wie viel brauchst du? Gib mal 20. Ich muss ja danach und noch bei den anderen gucken. Genau. Was für dich eigentlich erstmal auch wichtig ist, ist die Scheine zu sammeln und an den Automaten gegen Gold einzutauschen. Pits habe ich noch nie gemacht. Zeige ich dir gleich, wo man das machen kann. Ja, ich weiß das mit dem Schein. Bei einer Foundation zum Beispiel. Ja, genau, an den Automaten gehen, immer schön ein, immer schön eintauschen. Ja, ich muss morgen arbeiten. Ich bin echt überlegen, ob ich mich morgen krank melde. Boah, können der Chat ja mal sagen, ob er eine Unterhebe-Repetiergewehr bedient hat oder ob es keinen Sinn macht? Kannst du ausprobieren. Kannst mir erstmal einen Standard geben. Und wo habe ich das denn jetzt hingespeichert? Bin ich bescheuert? Ich kann es ja aber erstmal ausprobieren. Wo habe ich das denn jetzt hingespeichert? Dropbox? Ey, bevor ich das jetzt eine halbe Stunde suche. Speichern. No, ach du Gott, wo ist das denn hingespeichert? Sie haben noch ein. Was? Alles gut, ich habe noch einen Screenshot von den Dailies gemacht, die mache ich mir auf dem zweiten Bildschirm. Der Arbeitsspeicher ist übrigens heute gekommen. Können wir danach und der noch? Nee, das mache ich Freitag, alles gut. Ich wollte heute. Freitag? Ja, ja, ich muss morgen arbeiten, das mache ich dann Freitag. So, und dann habe ich das nämlich mir. Der Pit bin ich noch nie gelaufen, deswegen. Ach, bin ich? Ja. Du hast deine, wie gesagt, Nahkampfwaffen waren nur auch für eine entscheiden. Ich hab, da nehme ich Axt, habe ich aktuell. Und während wir das Kühlwasser Ihres Autos auffrischen, erfrischen Sie. Ja, ich krieg noch gerade Gewichtsprobleme extrem. Was? Ich hab extrem, ich bin 213 von 220. Ja, alte Sachen halt zu legen. Du hast, glaube ich, auch noch irgendwo. Kleidung oder so. Nee, das ist alles. Gehabt. Nee. Rüstungsteile habe ich nur das, was ich anhabe.
Federung mal 10 Stück. So, dann müsste es eigentlich reichen. Also wenn du ein Jagdgewehr haben willst, eigentlich brauchst du es nicht, weil soweit es geht, aber da musst du halt wirklich Kopf drauf landen mit dem Ding. Ich muss das verdorbene Zeug mal... Dingsbums ist doch hier gleich. Stehst du fast daneben. Warte mal, ich weiß, was dir das die Federn geben. Hier die Laborstation einfach. Mhm. Oh, da sind die Federn. Laborstation ist hier drüben. Du musst nochmal 10 Federn mit. Bei Red Rocket kommt der Tank auf seine Kosten. Dort, ja. Nur das Beste für den besten Kunden. Dann. Das, hinter dir liegt dann die Waffe. Ich glaube aber eher, du wirst definitiv umstellen auf schwere Waffen, weil du bist so einfach der Typ dafür. Ach, ich hab. Nochmal 10 Federn und 10 Zahnrad brauche ich noch. Muss mal wieder Federn sammeln gehen. Das was mir gerade fehlt, ist auch. Die habe ich immer fleißig bei dir abgebaut, alles, weil auf den anderen Char liegt der ganze Kram. Die Federn. In deinen Waffen, die du da hast. Ja genau, schlafen, Cranberry-Soße, dann die Mama Deutsche Event, da gibt es ja auch nochmal das zum Essen. Vor allem sowas wie Strahlenschlägerei und vor allen Dingen die mutierten Events, die diese Woche laufen zum Beispiel, die bringen halt sehr viel. Nochmal 20 Schrauben bitte. Das brauche ich noch. Kaliber 50 Schutt plus. Ja, 20 Schrauben. Sogar fast. Ne, gib mal kurz 30, den Rest kriegst du wieder. Ich glaube, den Rest kannst du gerne behalten. Jetzt 5 Schrauben oder so. Wo hast denn du einen normalen Schrank stehen? Was meinst du? Normales hier? Lager. Was? Das Teil. Da steht sogar Stash drauf. Aber das sieht man. Da laufen die meisten dran vorbei und suchen. Verkaufen. Scheiße. Alu. Wie viel? Gib mal so 10 Stück. Immer eine gute Zahl. Ja, schalte einfach. So, und
So, wenn du sobald die ersten legendären Waffen können wir dann bauen, wenn du Level 45 bist. Ich geh mal kurz zu einem Bahnhof und verkauf mal, weil mein Inventar ist voll und Verkauf mal die, vor allen Dingen die Sterne. Ja, genau, das war ja mein Plan gerade. Zeige ich dir mal, wo du die Sternenwaffen dann gleich dann auch demnächst mal dann gegen Scheine tauschen kannst. Genau, Waffen wie irgendwo. Vor allen Dingen, wenn er dann noch die ganzen Schleichperks reinmacht. Und wenn er wirklich auf Gewehre bleibt, dann. Dann kann er auch noch gleichzeitig aufs Bessnetz machen. Wenn ich immer noch glaube, dass du später eher auf schwere Waffen gehst. Weil da muss man nicht so zielen. So. Übrigens, kennst du den Trick mit dem, wenn du mal überladen bist und willst irgendwo schnell reiten? Nee. Du hast ja für gewöhnlich noch trotzdem eine Powerrüstung mit, falls mal wirklich eng wird, ne? Das heißt, die kannst du ja irgendwo ganz schnell aufstellen und dann, während du draußen stehst, hast du weniger Gewicht. Und wenn du irgendwo schnell reist, ne? Die bleibt ja 60 Sekunden lang draußen, dann wird die zurück ins Inventar gepackt. In der Zeit kannst du halt schnell reisen. Also wenn du halt immer knapp an der am Überladen und es scheitert quasi, weil du die Rüstung mit hast. Mal davon abgesehen, die handgefertigte, das waren die gebaut. Ja, die verkaufe ich nicht. Die alte handgefertigte kannst du zerlegen. Die Kampfflinte kannst du zerlegen. Das Jagdgewehr, das habe ich gebaut gehabt. Hast du den Ausputzer gerade verkauft? Nee, den habe ich ins Lager gepackt. Nee, den war der zu hoch im Level? Der war, glaube ich, irgendeine Waffe, die konnte ich nicht nutzen. Guck nochmal. Warte mal, ich guck nochmal kurz ins Lager. Ich habe mich gerade aber auch, Ausputzer. Nee, Stufe 40. Nee, die habe ich ins Lager gepackt, damit ich mal kurz. Die Kampflinte, das ist quasi wie die Kampflinte, die kannst du Kampflinte zerlegen. So, du hast mir gegeben das Gleisgewehr. Das, warte mal. Umbenennen. Du kriegst jetzt noch ein Jagdgewehr. Was kann man denn da nehmen, um das die zu markieren? Nehmen wir mal ein Hashtag davor einfach. Jetzt. Verfügbar. Waren nicht aus Versehen mal irgendwann mal kaputt mache. Wenn die favorisiert sind, kriegst du sowieso eine Warnung. Beim Händler liegt noch das Jagdgewehr. Also bist du das gerade? Wie gesagt, kriegst du sowieso eine Warnung. Den Ausputzer wirst du sowieso nur so lange verwenden, bis du Level 50 bist, weil dann baust du ihn eh wieder neu. Deswegen brauchst du die jetzt nicht so großartig markieren. Nimm den ruhig mal rein, die Gleisgewehr und Ausputzer. Dein aktuelles Jagdgewehr weg. Du brauchst keine Brandaxt. Warte mal, lass mich mal ganz kurz. Okay. Ich muss mal.
Welches? Also das Jagdgewehr. Ja, das ist nämlich. Warte mal, nee, ich muss die markieren. Das ist mir sonst, das weiß ich nur in 3 Tagen. Du weißt ja, mit meinem Kopf in 3 Tagen weiß ich das nicht mehr. Ich muss die mal markieren, die ich von dir habe. Die Kampflinte habe ich auch von dir. Oder? Ah ne, das ist die alte. Das ist die alte, ja. So. Die Mistgabel kann raus. Das Jagdgewehr. Die kannst du dann, die kannst du dann eigentlich. Das Jagdgewehr habe ich gebaut. Kannst du auch zerlegen. Ja, ja, das mache ich. Warte mal. Handgefertigt ist von dir. So. Handgefertigt habe ich tatsächlich schon eine, die hängt bei mir an der Wand. Hier. Ja, die kannst du weg wieder, die kannst du auch mal entsorgen. Entsorg mal wirklich vor allen Dingen alte Waffen, weil du damit die Mods freischaltest. Ja, das mache ich doch die ganze Zeit. So, Ausputzer, Gleisgewehr, handgefertigt. Was ist noch von dir? Das Unterhebelgewehr? Ist noch von dir gewesen gerade? Was war jetzt noch von dir? Das Unterhebel. Ja, genau, das habe ich. Das war Schrott, das war Schrott. Das Kampfschützengewehr war noch von dir. Oder? Das Kampfscharfschützengewehr war nicht von mir. Kannst du zerlegen. Brauchst du sowieso nicht. Ja, ansonsten. Das brauchst du nicht aufheben. Kannst du zerlegen. Ja, ja, ich weiß. Lieber die Mods. Das kannst du schon mal zu dir rüberziehen. Also alles, was du nicht brauchst, gleich zerlegen. Da brauchst du gar nicht das großartig. Weil das ist ja, ich kann ja. Gut. Ja, ja, alles gut, alles gut. Ich weiß. Ich will nur gerade mal einfach sortieren, dass ich. Ausputzer war von dir, Jagdgewehr war von dir, Gleisgewehr war von dir, handgefertigt war von dir und. Es waren 5 Waffen, waren das. Alles klar. Mehr brauchst du auch nicht. Okay. Das geht gleich noch in den Verwerter. Das geht nicht in den Verwerter. Das behalte ich noch, weil ich mag diesen Grubenhauer-Handschuh. Das geht weg, das geht weg, das geht weg, das geht weg. Die letzten 4 Sachen gehen weg. Ja, der Grubenhauer-Handschuh, da mal gucken, dass der eine Powerforce dann findet. Ja, Powerforce habe ich auch, die kann ich noch nicht anlegen. Die ist ab Level 50. So. Die hängt bei mir an der Wand. So, und Munition, die du nicht brauchst, wirklich dann mal wegpacken, ne? Vorsicht, das Jagdgewehr solltest. Ja, ja, ich weiß, alles gut. Ich hab's noch nicht aus der Kiste. Alles mach, gut. Ja, ja, mach mich mal nicht wuschig, also, bitte. Alles gut. Weißt, dass ich. So. Ja, weil ich kenne, dann guckst du unser nächstes Trotz. Nee, deswegen habe ich es ja markiert. Deswegen habe ich es ja vorne mit dem Hashtag markiert. Deswegen genau ist vorne das Hashtag dran. So, das Jagdgewehr weg. Ich weiß, da gibt er mir jetzt eine Fehlermeldung. Das ist okay. Die Kampfflinte weg. Das weg und das weg. So, das haben wir schon mal. Ich gehe gerade überhaupt nicht auf den Chat ein, es tut mir leid, aber das ist gerade, ich muss mich erstmal hier. So, jetzt haben wir, was nehme ich denn als zweites Gewehr noch mit? Nee, du nimm ruhig alle mit, die ich dir gegeben habe. Ja, aber da bin ich aber massiv überladen. Nee, nicht wenn du mal guckst, was du sonst noch mal ein bisschen aussortierst. Was hast du sonst zum Beispiel bei der Kleidung, weil das, was du. Ja, da wollte ich gerade ein bisschen was einfach. Mal T-Shirts, Hosen kannst du zum Beispiel verkaufen. Ja, genau, deswegen hatte ich das gerade im Inventar drin, weil ich das verkaufen wollte. Achso. Diese Verkaufseinheit verfügt über Anti-Diebstahl-Vorrichtungen. So. Hast du irgendwelches Essen, das du verkaufen kannst? Oder? Ja genau, Essen wollte ich, aber insgesamt wollte ich da ein bisschen den ganzen Alkohol auch verkaufen. Ja, die Mods kannst du mal auch verkaufen, wenn du die nicht verwendest. Ja genau, deswegen habe ich die im Inventar gerade drin. Die habe ich raussortiert von Sachen, die ich nie nutzen werde. Und auf breites Wasser kannst du 200 Stück verkaufen. Was willst du mit 200 Wasser? Ach, das habe ich von Bubi bekommen beim letzten. Achso. Er hat mir da. Ja, also die wirst du nie verbrauchen. Ich laufe auch immer. Ich verkaufe immer bis auf 10 und dann das nächste Mal, wenn ich auslogge, habe ich schon wieder über 200 im Inventar. Das ist. Ein Kaffee weg. Krass. Luca behalte ich drin. Die ganzen Alkohol weg. Ich weiß, es ist gerade ein bisschen langweilig, aber wir machen gleich weiter mit Mission. Ich bin einfach nur gerade. Das hast du leider in Fallout immer mal, dass du mal wirklich aufräumen musst.
Das ist auch ein Grund, warum ich immer sage, nimm nicht alles mit. Sonst ja, das hier nämlich umsonst. Ja, das ist immer, ich habe nur bis jetzt noch nicht wirklich aufgeräumt. Ich muss jetzt einmal. Ja, das Problem ist, ich habe vorgestern oder vorvorgestern mit Bubi meinen anderen Account rübergeholt. Und deswegen habe ich von allen so viel. Deswegen, ich habe den leer gemacht. Ich habe noch einen dritten Account, wo ich noch einen 15er Rucksack drin habe. Den würde ich noch irgendwann gerne mal rüberholen. Aber das ist mir jetzt gerade... Der Rucksack, den 15er Rucksack brauchst du überhaupt nicht rüberholen. Das bringt nichts. Rucksäcke kannst du, glaube ich, sowieso nicht so ohne weiteres rüberholen. Ja doch, das geht. Wenn der angefertigt ist. So, jetzt bin ich schon auf 874 hier. Was haben wir hier noch? Was war... Na gut, das geht ja schon. Hilfsmittel ist immer so das Schwierigste. Also alles, was du hier an Essen und Trinken hast, das würde ich mal früher oder später rauspacken, weil du Essen, Trinken brauchst du einfach nicht lagern. Du kriegst, du sammelst davon immer genug. Stimmt auch wieder. Ja, es könnte nur sein, dass du gleich nicht mehr, verkaufen kannst. Weil der nämlich kein Geld mehr hat. Alles gut. Dann machen wir erstmal das Essen weg und bevor ich mich jetzt wieder volllade. Hm. 1300 hat er noch, das reicht erstmal fürs Essen. So, aufbereitetes Wasser. Na gut, da sind schon mal 6 weg. Die Nuka-Cola behalte ich. Ah, den ganzen Alkohol weg. Alkohol ist schlecht, Kinder. Hört auf, Alkohol zu trinken. Für ihre Sicherheit oder die Sicherheit der Erworbenen. In dem Spiel leider nicht. So. Ich weiß. Aber ich habe ja meine Kiste jetzt wieder ganz gut leer gemacht. Sie Munition, Camps oder spitze Dinger, mit denen Sie Leute erstechen können. Ja, ich verkaufe jetzt einfach mal alles, was da unten ist. Ja, Krieg, ich hab da auch, bin auch meistens alkoholabhängig im Spiel. Du bist dauerhaft betrunken. In Game oder im Spiel? So, jetzt waren erstmal diverses, nee, Holos, nee, Notizen, Schrott, Mods wollte ich loswerden. Alter, schon 7500. Ja, du brauchst noch viel mehr. Das kannst du später sehr gut ab. Guck mal schon alleine, was der Verbaupläne hier hat. Ja, ich weiß, ich hab's schon gesehen. Da kannst du dir zum Beispiel schon mal anfangen, welche zu bauen. Was hat denn der für, hat der bestimmte Gewehre oder so, die vielleicht mal als Bauplan kaufst bei dem, falls er da schon was hat? Tizen waren das, gell? Kaliber 50, automatischer Granatwerfer. 4.450. Granatwerfer M79. Revolver. Das sind alles schwere Waffen, also das funktioniert mit dem Bild halt nicht. Metallrüstung, Kampfrüstung, Metallrüstung. Der Kampfrüstung schwer oder normale Kampfrüstung? Achso, nee, das sind die Mods. Ja, die Mods kannst du gerne schon. Achso, ich bin bei den Mods. Nee, ich will die Mods. Doch, die würde ich mal kaufen, die Belene. Ja, da warte ich, bis ich dann soweit bin mit den Mods. Weil ich krieg. Ach, da fällt mir gerade ein. Ich find's ja. Auch noch nicht geupdatet, ne? Ich finde es ja ständig, aber nee, das sind Notizen, das sind die Baupläne. Hier. Ich gebe jetzt. Ich wollte gerade sagen, das sind nämlich, da kannst du selber bauen. Deswegen sag, also Kampfrüstungs-Modpläne würde ich schon. Nee, das sind keine Modpläne, das sind die Baupläne. Und schon. Den Mods? Ja, genau. Doch, das sind Baupläne für die Mods. Ach so, Baupläne für die. Ja, aber da warte ich, bis ich die irgendwann mal finde und zerstöre, bevor ich jetzt, und wenn es denn soweit ist, dann. Das ist das Problem bei den, bei Rüstungen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Baupläne rauskommst, sehr gering. Also du zerlegst ungefähr 20 Rüstungsteile und kriegst gerade mal eins raus. Und wenn du die selber gebaut hast, geht's noch niedriger. Bei den Waffen ist es komischerweise nicht so. Die Rüstung ist noch von mir, ne? Ja, ja. Ist auch noch Level 30, oder? 20. Ja, dann wundert's mich nicht, warum du so schnell drauf gehst. Ich hab die gestern, also beim letzten Stream erst repariert, da war die komplett kaputt. Dafür brauchte ich ja Kleber, da habe ich Kleber dann, die Kleberdings bei mir da gefarmt. Hättest du nicht, also reparieren brauchst du ja nichts, du musst ja eher neu bauen. Hätte Bubi dir eigentlich mal eine neue Kampfrüstung bauen können? Nee, der hatte mir, war alles gut, der hatte mir nur geholfen, dass ich die ganze Scheiße rüberholen kann. Ach so.
Da müssen wir nochmal bei mir kurz ins Lager und ihr baut dir nochmal eine komplette Kampfrüstung. Weil 20, du bist jetzt 40 mit 20, das ist halt viel zu low. Wir reden vom Game? Nein, wir reden nicht vom Game. Wir reden von Real Life. So, dann sortier mal deine Munition um. Ja, ich muss das war das nächste, was ich jetzt machen wollte. Bin auch Real Life dauerhaft bedrungen, sonst trage ich den ganzen Scheiß da draußen nicht mehr. Letztes Jahr zweimal in Corona getrunken, das war's. Dieses Jahr noch gar nichts. Corona extra? Ja, einfach nur ein Corona. Das ist das einzige Bier, was ich wirklich trinke, aber ansonsten trinke ich ja nichts. Aber wir haben am 6. haben wir Weihnachtsfeier hier von uns von der Wache, da weiß ich noch nicht, ob ich hingehe. Wenn es klappt, bin ich Ende des Jahres dann raus da. So, warte mal, schwere Rüstung. Kampfrüstung. Das geht. Deswegen am Bett. Achso, jetzt geht's nicht mehr. Plastik brauchst du noch Plastik? Deswegen wäre es halt cool gewesen, jetzt mal dir die Baupläne da für die Kampfrüstung gekauft. Aber wieso? Ich hab doch dich. Nee, weil. Jetzt könntest du die gleich selber modden. Ich hab doch dich, du kannst mir die doch mal bauen. Brauchst du noch Plastik? Ja, klar. Wie viel? Gib mal gleich einen 50er Stapel oder so. Also das wird jetzt Plastik und Co. wird jetzt ziemlich schweineteuer. Kampfrüstung, viel Plastik. Was brauchst du noch? Was brauchst du noch? Schrauben. Wie viele? Auch mal so 50. Da muss ich erstmal gucken. Spielst zu wenig, du hast zu wenig Stuff. Muss man. Es ist eher, dass ich es immer für andere Leute ausgebe. Ja, warum machst du auch sowas? Wo hast du nur deine Munikiste? Die habe ich tatsächlich nicht mehr aufgebaut. Du kannst sie aber. Wir sind in einer Gruppe, du müsstest sie eigentlich aufbauen. Haben sie Alkohol getrunken? Höchstens drei Wachtmeister, Herr Jägermeister, ja. Haben sie Alkohol getrunken? Was? Ja? Was? Sie nicht? So, hast du schon angezogen? Nee, noch nicht. Kannst du mal gucken, ob den Skill kannst du eigentlich dann auch mal an die Modstation gehen und gucken, ob du schon einen Dienst dafür hast. Ob du dir ein anderes Outfit verpassen kannst. Was meinst du mit anderes Outfit? Kannst du deine Rüstung auch Skin draufpacken? Achso, komme ich nicht dran, weil du an der Rüstungswerkstatt bist. Ich bin gleich du. Ja, alles gut. So, linker. Hast du Gold? Gold? Ein paar Geschütztürme dürfen nicht schaden, um den Ort zu sichern. Nein. Doch, wie viele? Goldschrott habe ich. 91. Wie viel brauchst du? Gold brauche ich, glaube nur so. Goldschrott habe ich. Ja, das. Ja, ja, genau. So 5 Stück. Sonst bloß. Ja, das werde ich aber, Bernhard, das werde ich später auch irgendwann machen, dass ich so verschiedene Waffen ausprobiere, Plasmawerfer und. Aber da muss man ja erstmal hinkommen.
Sie wollen verreisen? Was liegt da? Geben Sie doch einfach der irgendein ein Abschütz wird abgelegt, die noch keine Dings drauf hat. Wie kann man die seine Tüte in so einer... Gib die noch mal kurz raus. Das muss auch über einen Itemshop. Also, wenn du eine andere hast, dort die Tüte sammeln und dann kannst du sagen, ob die Top oder tot ist. Soll ich alles rauslegen, auch die Brust oder? Nee, die Brust war schon richtig. Es war nur irgendeiner von denen, da wollte ich noch was draufpacken und da hat mir Gold gefehlt. Ah, so viele Tasten. Das Gute ist, wenn ich dann im Homeoffice arbeite, kann ich ja nebenbei zocken, wenn ich nichts zu tun habe. Das können die ja nicht kontrollieren. Kann ich nebenbei schön Fallout. Hab dann mein Laptop hier, wenn die irgendwas brauchen, spielen, kann nebenbei schön Fallout farmen. Psst, das darf ich nicht so laut sagen. So, ich hab dir übrigens was reingemacht. Dadurch kannst du das Beweglichkeitsdingsbums ein bisschen reduzieren. Da ist zum Beispiel drauf, dass du weniger Aktion, 10% weniger Punkte beim Sprinten brauchst und so und so. Warum kann ich das nicht ausrüsten? Das ist doch ein Besitz. Seltsam. Hast du auch deinen Rucksack geupgradet eigentlich? Nee, glaub nicht. Da du jetzt nur den Level-Rucksack hast, müsstest du den halt immer wieder anpassen. Der ist Stufe 1 ist der. Ach, dann solltest du mal den Stufe 4 bauen. Auch an der Rüstungswerkstatt? Ja. Also. Magst du mal die Musik ausmachen? Die macht mich so depri. Dankeschön. Ich kann aber nur den kleinen Rucksack. Ja, der hat aber verschiedene Stufen. Ah, ja, stimmt. Sollte ich mal anklicken. Großen, da musst du Pionierquesten fertig machen, dann kannst du den mit 50. Und der kann dann auch Mods reinbauen, wo du zum Beispiel Tragekapazität nochmal erhöhst oder nur Resistenz bekommst. Der kann auch einen Skin, glaube ich, drauf machen, auch der kleine schon. Mhm. Guck mal, was ich jetzt schon Skin habe. Warte. Rüstung. Irgendwas, was ich. Ja. Warte mal, ich will mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Ach, guck mal, was ich jetzt hier finde. Ja, das würde ich als Todestasche nehmen. Für die Drop. Hast du noch eine andere Drop-Tasche? Ja, ich habe. Aber ich finde das aber lustig. Ich fand die gerade lustig. Ja, dann nimm die doch als Todestasche. Nee, kannst du einstellen, ob das. Ja, ich weiß, aber ich nehm's erstmal für beides. Also. Weil jetzt ist halt besser, dann siehst du halt wirklich, was du droppst und was du halt. So, dann mach mal die Skins drauf. Und genau, zieh erstmal an und dann mach mal Skins drauf. Aber erstmal die anderen kaputt machen. Rüstung, tschüss, Rüstung. Du hast mich so lange begleitet. Stufe 20, jetzt mal aufgucken, dass ich die richtige kaputt mache. Stufe 20. Noch nebenbei eine Challenge abgeschlossen. So. Skins war unter auch modifizieren und so, gell? Ja, genau, an der Rüstungswerkbank. Aber ich. Nicht an der Bastelwerkstatt. Achso, ich bin an der falschen. Aber ich glaube, ich habe keine Skins. Die Skins, doch, du hast Skins 100 Pro, weil du hast ja Pakete gekauft. Ah, ich bin aber... ja, wo ist er? Auch da hast du Skins, auch den kannst du Skins verwenden. Hast du bestimmt auch Skins für die Waffe. Wo sind denn die Skins, unter Lackierung? Nee. Ja. Nee, da sind kein... Null.
Ja, dann hast du für die Kampfrüstung noch keine, okay. Aber für den Rucksack? Wenn ein Verbrechen im Gange ist, spüre ich es auch. Da kannst du mal gucken, weil es genau. Der ist cool. Ah, okay. Geh mal in die Waffenwerkbank, guck mal nach einer Waffenskin. Hast du bestimmt auch welche? Nein, mit Skins habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Achso, da hast du schon, bei dem Ausputzer hast du schon was drauf. Ja, da ist die Lackierung, die ist Standard. Gleisgewehr, hab ich nix. Da habe ich mal, meine aus golden. Ah, hier habe ich rote Viper. Jagdgewehr habe ich auch nix. Unterhebelgewehr habe ich auch nix. Ja. Kommt noch. Deine Brandaxt kannst du mal kurz rausschmeißen. Die repariere ich dir mal und gib dir mal noch einen Mod drauf. So lustig aus. So, du kannst ja eigentlich. Warte mal, gib dir. Guck mal, dann. Dann müssen wir am Wochenende Level fahren, Leute. Farmen, Bernhard. Twisty. Gigantor. Dann müssen wir am Wochenende Level farmen. Dann wisst ihr ja, was wir zu tun haben. Bis dahin bist du schon Level 50. Ja, ich werde heute nicht mehr so lange spielen können. Also, ich denke mal, 20, 21 Uhr. Ich muss morgen um 5, um 6 aufstehen. Ich hab echt so Bock, mich morgen krank zu melden. Also wenn ihr Lust habt dazu, unterstützt mal den Streamer hier. Andere sagen, unterstützt mal den Streamer mit Spenden und Donations und sowas. Ist das gleiche mit Donations und Abos. Und ich sage, unterstützt den Streamer mal beim Leveln bei Fallout. Das ist mir lieber als ein Abo. Also ich sehe dich ja dann eigentlich eher beim Nudelholz, aber ich habe jetzt deins mal aufgesetzt. Nahkampfwaffe, ja. Oder was? Nudelholz? Oder möchtest du eine Powerfaust? Ich habe eine, aber die ist erst ab Level 50, aber wenn du eine hast, die hat Level... Ja, ich habe eine Level 40. Ja, dann nehme ich die Powerfaust, ja. Ich kann die doch bauen. Ist doch alles kein Problem, ich kann sowas doch immer bauen. Kriegstrommel, ne. So, oder willst du einen Hammer haben? Aber Hammer kann man sich besser beim Event holen, das ist... Nö, Powerfaust reicht völlig. Powerfaust, genau. Was glaube ich da? Ah, ich weiß, was ich noch habe für dich. Wo waren wir jetzt? Da. Gib noch mal... 10 Aluminium und 10 Zahnrad. Bitte! 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 Ja. Nein, alles gut. Space und 10 Zahnrad? Noch irgendwas? Obwohl, gib mal bitte 20 Aluminium und dann nochmal 10 Federungen noch zusätzlich. Kriegst du noch was anderes, Clip? Mal gucken, ob ich das sogar noch modden kann. Oh, ich glaub, ja. 10 Federungen. Ja, dann mal deine Munition anpassen für die Waffen, die du jetzt hast. Ja, ja, da muss ich aber in meinen. Quellkartoffel und Dumm. Hätte ich gerade nicht. Lord Cookie braucht Aufmerksamkeit. Pommes frites mit Ketchup. Ohne Bier für den Dost. Ich hab Vincent übrigens gestern in Starfield gesehen. In Star Citizen. Das haben wir überlegt, glaube ich. Das, hi, Lord Cookie. Hast alles. Wusste gar nicht, dass der das spielt. Bernhard, kauf dir meine Playstation, dann bist du am Wochenende bei Level 200. Kannst du das? Versandkosten können anfallen.
Ich will überlegen, ob ich die Playstation und den Monitor morgen mit auf Arbeit nehme. Also die Playstation habe ich mir tatsächlich noch für Spider-Man gekauft. Jetzt habe ich mir die ganzen Spiele von der PS4 geguckt, welche kann ich upgraden. Habe die mir alle für die PS5 ja geupgradet. Und will echt überlegen, ob ich die PS5 morgen mit auf Arbeit nehme und dann einfach nur farme. Und Dailies mache und so ein Scheiß. Muss ich aber einen Monitor mitnehmen. Habe ich ja damals im Krankenhaus gemacht. Als ich 5 Wochen im Krankenhaus lag, habe ich die Playstation mitgenommen, die Playstation 4, habe ich einen Monitor mitgenommen ins Krankenhaus und habe dann das auf den Stuhl gestellt und habe dann den ganzen Tag Borderlands und so gezockt. Was ist los, Lord Cookie? Ich weiß, dass bei dir nichts los ist. Bei dir ist nie was los. Wie viel? Ich muss nochmal. So 20. 20? Ja, ich hab da nämlich noch was für dich. Auch dafür hat Red Rocket noch 10 Diesel zum besten Preisauflager. Und nochmal 5 Alu. Mit 20 dann insgesamt. Ja. Ja, dann kriegst du nämlich noch was. Du wolltest die Musik ausmachen. Ja, ist egal. Ich? Ja, ja. Wo denn? Ich höre dir die ganze Zeit diese Musik, die ist sehr deprimierend. Ich glaube, von dem Gerät hier. Ach so, das ist. Nein, das ist die Schüssel daneben. Ach so. Das ist nicht von der. Die Schüssel, die neben dem Retro. Neben der Retro. Das ist vom Event. Halloween-Ding. Ah. Hab nur mitbekommen, dass es noch 4 Monate bis zum Abi sind. Ach, schaffst du eh nicht. Also streng dich da gar nicht erst an. Schaffst du doch eh nicht. Ich meine, das schaffst du easy. Da brauchst du dich gar nicht anstrengen. Das meinte ich, sorry. Mal 10 Schuhe. Ein Atomschlag steht bevor. Ah, guck, da kommt schon wieder Dings. Bitte verlassen Sie das. Gib mir mal schnell, ganz schnell 12 Schrauben. Die geht auf meine Base! Nee, doch! Hab dich gewarnt! Ich hab dich gewarnt! Das ist oben bei Nuka-Cola, kommt gleich das Event, da können wir dann gleich mal hinreisen. Ja, scheiß auf meine. Kann ich meine Base nicht einpacken? Nee, das bringt. Die dürfte nichts passieren. Was brauchst du jetzt noch? Gib mir mal bitte 20 Schrauben und 10 Zahnrad. Dann ich gebe dir schon mal die was rüber und dann kriegst du noch was von mir. 20 Schrauben. Ist Ihr Schlüssel zur Atomkraft. Achso, ich muss jetzt auch mal rausschmeißen. Power Force muss ich noch modifizieren. Da ist zu viel rausgeschmissen. Das eine muss ich wieder reinsammeln. Mach mal hin, ich muss noch ein Telefonat führen, bevor wir da zu dem Eventstern hochgehen. Bitte. Ah, dann kann ich aber. Die kannst du schon mal einsammeln, die Stücke. Habe ich schon, damit. Tu mal, ja genau, sortier mal ganz schnell deine. Sortier mal ganz schnell deine Munition, damit wir dann ganz schnell... Ja, Munition hatte ich ja hier nicht. Da muss ich in meine Base. Wo eine Atombombe gerade drauf knallt. Oder nee, du in der Nuka... in der Nuka kannst... In der Nuka World. Ja, dann gehe ich mal nach Nuka World jetzt. Da müsst du sowieso hin, weil da nämlich das Event eh ja. ist. Ja, dann gehe ich da schon mal hin und hol mir meine Munition.
Nuka World, wo war der Nuka World? Direkt so oben drüber. Ach scheiße, fehlt doch umfehlt mir schon. Wie viel? Gib mal ganz schnell 5 Stück. Dann ist es fertig. Das ist das letzte, was fehlt. Ich hab nicht aufgemacht. Los, wir müssen da hin. Wir müssen da hin. Nee, ich wurde es repariert, ist doch nicht schlimm. Dackel ist sowieso so ein Looten-Goblin da, der hat sowieso genug, für, dass er wieder alles aufbauen kann. Glaubt er kann 5000 Mal, da kann 5000 Mal nicht aufschlagen. Dackel kriegt man nicht klein. Kommt immer wieder. Ja, ich meine, nee, wir müssen dahin wegen dem Event. Das meine ich. Also ich geh schon mal zu Nuka World hin. Dann treff uns. Ja. Ach, das Camp ist scheißegal. Das ist dann nur so mein Erstcamp. Das will ich eh irgendwie irgendwann jetzt ausbauen. Bin aber echt überlegen, ob ich mich für morgen krank melde. Event ist auch schon. Ja. So. Was ist jetzt bei dem Event? Ich habe das noch nie gemacht. Einfach auf die Grubenhauer und so ballern. Da kannst du mal einen Ausputzer jetzt nehmen. Da muss ich aber erstmal Ausputzer ist welche Munition? Schrot. Schrot. So, Ausputzer. Diverses Essen, Kleidung, Rüstung, Waffen. Das haben wir da und dann machen wir das auf die 2. So, wo sind die Gruben? Wo sind die Grubenhauer? Wo sind sie? Hört die da? Nee, falsche Richtung. Da hoch oder was? Da wo die Achterbahn ist. Ah, da hoch. Ja, da oben. Wenn das dein Arbeitgeber hört. Ich bin freiwillig eingesprungen, Tisti. Ich bin eigentlich. Bummle ich gerade meinen Urlaub ab, nachdem ich 2 Jahre lang jetzt krank war. Und da ich den Job gerade wechsle, wahrscheinlich zum 31.12. kündige. Ausputzer ist kein Strom. Ist kein Schrot. Oder ich habe die Waffe falsch. Ich habe jetzt mal drauf. Ausputzer ist 45er Munition. Die habe ich natürlich jetzt nicht mitgenommen. Ups. Ja, alles gut. Da habe ich das gerade verwechselt. Alles gut. Ich habe da einen Nahkampf dabei. Den anderen hast du nichts mit, oder was? Ja, ich habe nur. Auf den großen mal mit drauf. Habe ich schon gemacht. Bin gleich am Anfang drauf und hab 3-4 mal drauf gehauen. Komm her, ich mach die mit meiner Kampfaxt kaputt. Oh, 123 Grad. So. Kommt doch nicht direkt neben mir raus. Alter, 18 FPS, bei mir wackelt alles. Ich stelle mich mal hier hinten in die Ecke und würde mal kurz. Ich glaube, das ist die Aufnahme.
So, bin wieder dabei. Wo ist er? Kann wieder alles töten. Ist er tot? Nee, nee, da kommt noch. Da kommt noch. Der ist der Schreck. Ich mach dich mit meiner Axt! Komm her, du Drecksge... Ich mach dich! Ich krieg grad keine... Du musst erstmal die... Du musst erstmal die Kristalle weg. Achso. Ist egal, ich schlag dir auf den Hintern! Ich mach dich fertig! Oh, ich bin gefohlen. Ganz schnell irgendjemand klopft dann. Lack zu! Ich hab mein Leben gerade geachtet. Danke! Jetzt habe ich. Nee, ich habe. Doch nicht, war ja falsch. So, wo ist er denn? Ich will meinen Loot haben. Ich habe den ja immerhin hier übelst platt gemacht. Also irgendwie leckt der Server gerade ein bisschen. War gerade wahrscheinlich völlig dumm. Aber auch komplett das zweite Mal, dass ich das Event gemacht habe. Du kannst auch mit einem Taschenmesser auf Godzilla einprügeln. Brandachs gegen den Titan. Aber Humor hast du es. Ich habe nichts anderes gehabt. Das war mein Problem. Ich habe jetzt. Wieder da. Ja, kein Problem. Ich habe nichts anderes gehabt. Ich habe die falsche Munition mitgenommen. Ich habe Schrotmunition mitgenommen und ich habe nicht ein einziges Schrotgewehr. Und ich habe nur als Waffe die Brandaxt gehabt. Also musste ich damit draufhauen. Ja, macht er nicht. Das ist gerade mein Problem gewesen. Willkommen bei Nuka World on Tour. Möchtest du einen Ballon? Ja, dann pack mal die passende Munition um. Wo willst du hin? Mal gucken, wie es mit dem Lager da unten geht. Bist du voll im Radio? Nee, nee, ich bin nicht im Lager reingespawnt. Bei Nuka World ist doch auch so ein... Da ist doch eine Munitionskiste. Ich dachte, ich kann hier irgendwie noch das Brandvieh mitnehmen oder so. Hier ist keine Brandbestie. Ah, hier spawnt nichts, weil hier unten Leute sind, deswegen wundert mich das. Also auch so ein Noob wie ich, auch so ein Level 51er. Nee, das. Die haben nur das dorthin geschmissen, damit sie bei Nuka World das Event auslösen. Achso, aber da spawnt dann nicht extra auch noch ein Tier bei der Bombe. Weil wenn du unten rechts eine Bombe schmeißt, spawnt ja. Ja, dabei, dass der Primärpunkt ist. Das ist. Ah, okay. Genau. Ich dachte, die spawnt da jedes Mal, wenn du eine Bombe irgendwo hinwirfst. Nee. Achso, ah, okay. Weil da ist weiter oben gibt's auch noch einen Bergwerk, wenn du da drauf haust. Dann geht das, da geht auch ein Event los. Hier ist halt die Chance groß, dass du den. Soll ich die Waffen verkaufen? Legendär Wechsel hier, Fleischerhaken, 3 Sterne. Wenn die besser ist wie deine, wenn die besser sind wie deine Dings nicht, ansonsten verkaufen. Und die Scheine kannst du halt gebrauchen.
So, aufheben brauchst du sie nicht. Das sag ich gleich. Ich. So. Kidmerfer kann weg. Gruppenhauer, das kann weg. Pump kann weg. Zerleg doch gleich. Ja, warte doch, ja, dann lass mich doch mal. Lass mich doch mal erstmal in Ruhe. Bist immer zu schnell für mich. Ich bin dann. Weißt du, ich bin nicht so schnell. So. Ich habe nämlich nichts mit mit Schrotmunition. 45er brauche ich. 556er und 50er. Ne, das müsste 556er? Ja. Das ist Kaliber 50 eingebaut. Ne, ist 556er das eine Gewehr. Ne, ich kann es nochmal. Ah, das eine Gewehr ist 556er. Was du mir gegeben hast. Kaliber 50. Unterhebelgewehr ist 45er. Jagdgewehr ist Kaliber 50er. Handgefertigt ist die handgefertigte ist Kaliber 556. Achso, 556 erheben. Ja. Ich hab mich gerade verguckt. Alles gut. War bei Jagdgewehr. Also, ja. Powerfaust hat's noch gar nicht ausprobiert, ne? Nee, ich hab die Axt benutzt. Warte, aber die Muni. Genau, Bernhard. Bei den Kaliber 50 brauchst du nicht so viel. Das ist ja nur ein Jagdgewehr. 150 Schuss maximal. So. Erstens sammelst du ja unterwegs sowieso wieder ein. Flaschi und Corki Reifensprungstatue. Ja, schön. Die lernen nicht in der Kiste. Nee, ich hab's ja nicht in der Kiste drin. probier ruhig mal die Powerfaust aus. Starte auf jeden Fall. Ich stell mal noch die letzte Waffe, die ich für dich hab. Gibt es alle möglichen Leckereien. Ja, immer. Sehe ich nicht aus, als ob ich Spaß habe? Ist was? Hinter dir ist was? Hat es mir schon ein Gauss-Gewehr gegeben? Nicht so. Also ne, Gauss-Gewehr war was anderes. Probier die mal alle aus. Gar nicht erst einlagern. Nein, ich habe jetzt erstmal vier Sachen dabei, die reichen erstmal. Weil die Gauss. Ne, probier mal bitte das Gauss-Gewehr bitte aus. Einfach nur mal zum Checken. Ob das was für dich ist. EK 2 mm, ich weiß überhaupt nicht, ob ich das. Powerfaust kannst du halt auch mal ausprobieren. Ich habe ja extra für dich da aus dem, für dein Level da habe ich gleich mitgegeben. Achso, die Gleisbolzen kannst du gleich noch mit rüber holen, die du da hast. Na, die Waffe habe ich jetzt auch nicht ausgestattet. Das ist langsam. Ich brauche keine jetzt 5 Waffen dabei. Mach mal deine Favoritenliste. Ja, hab ich ja schon. Ja, aber da brauchst du das Unterhebel-Repetiergewehr erstmal nicht, weil das ist ja eh Kaliber 45. Da kannst du ja noch dann die andere reinmachen.
Ja, ich probiere die mal nach und nach aus, alles gut. So. Ruhig mal das Gleisgewehr mitnehmen. Das nee, ich nehme das reicht das mir jetzt erstmal. Das Gaussgewehr. Das wird dir sowieso gefallen. Da haben die dann richtig fette Nägel in ihren Köpfen drin stehen, wenn jemand umbringt. So, das reicht jetzt erstmal an Waffe. Danke dir. Hier sind auch zwei Händler, die wo du verkaufen kannst, wenn du was willst. Naja. Nichts gewohnt, Bernhard immer. Hm? War schön kuschelig draußen. Alles gut, Lord Cookie. Scheinbar nicht. Bei dir? Wann fängst du eigentlich da jetzt an? Wissen wir alles noch nicht, das ist es. Wie gesagt, es fehlt noch ein Gespräch, also die Dame, die dabei dabei sein muss. Also es fehlt noch ein Gespräch mit dem EMS-Leiter, also dem Leiter für den gesamten Rettungsdienst. Ich habe jetzt ja nur mit dem Abteilungsleiter heute und mit dem Recruiter gesprochen. Der Recruiter ist jetzt raus, weil der ist ja nur fürs Recruiting zuständig. Und also mit meinem, eigentlich wäre noch der Bereichsleiter noch mit dabei, der hier für das Gebiet zuständig ist, aber den kenne ich ja privat, deswegen ist der raus. Der hat ja gestern schon. Mit dem hatte ich am Montag telefoniert, der hat schon gesagt, sein Okay gegeben und so, wie gesagt, den kenne ich ja privat. Wenn der wieder bei mir in Duisburg ist, dann gehen wir auch wieder was essen zusammen. Den kenne ich ja schon seit 6 Jahren. Und jetzt das nächste Gespräch ist dann mit einer, die mit mir zusammen die kognitiven Tests auswertet, die ich gemacht habe, die wohl gut gewesen oder sehr gut gewesen sind, was mich wundert. Gut, ich habe den ja schon mal gemacht, das ist jetzt das zweite Mal. Und dazu noch der EMS-Leiter, also der Leiter für den gesamten Rettungsdienst in Deutschland. Der ist jetzt auch noch mit dabei. Das sind aber alles neue Leute, die ich nicht kenne. Ich habe ja schon mal vor 2017, 18 in der Firma gearbeitet und die kennen die ja alle nicht. Das sind alles Leute, der Abteilungsleiter, der jetzt die komplette Dienstbahngeschichte übernimmt und der ist ja seit 1.10. dabei und hat jetzt zum 1.11. das Projekt übernommen. Der wohnt auch. Das Ding ist, die sind alle über Deutschland verteilt. Also das wird eine reine Online-Geschichte. Und dem Einzelnen, mit dem ich hier direkten Kontakt haben werde, ist der Bereichsleiter, weil der kommt aus der Nähe von Köln und der ist ja hier dann immer in Duisburg, Düsseldorf unterwegs, aber die anderen, der eine sitzt da unten in Dresden da in der Nähe, Sachsen, das hast du auch gehört, als ich mit ihm gesprochen habe, der andere sitzt in Köln, der nächste sitzt in Hamburg und so weiter. Und die sind alle komplett über Deutschland verteilt. Das heißt aber auch, ich kriege ja Laptop, Monitore und alles und Dockingstationen, Drucker, also Drucker brauche ich ja eher nicht, weil ich weiß nicht, was ich ausdrucke, kriege ich alles gestellt. Ich kann auch den Laptop nehmen und kann dann irgendwo eine Woche irgendwo hinfahren. Freunde besuchen in Berlin oder so. Ich muss ja nur mit Laptop online arbeiten. In Berlin will man doch gar keine Freunde haben. Ja, in der Nähe von Berlin wohnt die Fürstenwalde. Das ist aber eine sehr, sehr gute Freundin, mit der habe ich schon wieder ewig telefoniert am Montag. Aber ich werde dann wahrscheinlich hier nicht wohnen. Am Anfang werde ich mir wahrscheinlich in der Küche einen kleinen Arbeitsplatz einrichten. Irgendwie so ein Billo-Teppich auf dem Boden. Einen Schreibtisch habe ich ja noch. Stuhl mir irgendwie besorgen und dann da arbeiten. Aber damit ich das trenne. Okay. Müsstest mal dann später mal deine Unterkunft in deinem Camp mal irgendeine Tür oder den Bunker-Eingang bauen und da fünfmal rein und raus und die ganzen. Da kannst du ganz schnell mal die Punkte sammeln. Was haben wir? Ich habe jetzt eigentlich noch an Quests offen. Es ist ja mittlerweile einiges.
Untergerattert. Ah ne, die sind aktualisiert worden. 18 Uhr. Ah, gar nicht mitbekommen. Ja. Ich habe hier noch die alten offen. So. Ja, mal, Sprachfehler. Ziel wäre schon geil, meinten sie auch. Also es wäre schon gut, dass wir das zum 1.1. machen, aber das wird man nicht reißen können, weil da müsste ich bis nächste Woche Donnerstag einen Arbeitsvertrag unterschrieben haben. Und die eine, wie gesagt, die ist im Urlaub. Da müssen wir jetzt erstmal einen Termin finden, dass wir da wieder uns zusammenfinden. Ich habe gesagt, ich habe nächste Woche auch noch Urlaub, bin nicht geplant. Also da kann ich, bis auf Montag habe ich CT, Dienstag habe ich wieder Chemo. Das ist easy. Naja, mal gucken. So, was haben wir da? Töte eine Flota. Schließe eine tägliche Challenge am Bau. Etwas in deiner Unterkunft. Ja, das guck mal, genau, die Unterkunft. Da müsstest du mal bei deinem Camp die Unterkunft aufbauen. Hm. Ja, leider zählt meins nicht. Sonst wär's einfach bei mir reingegangen. Das ist dieser Bunker, den du da einfach mal bauen sollst. Da gibt es eine Tür und die kannst du halt entweder. Verwehrte Schrott und Öl. Ja, gut, das sind ja alles Sachen, die. Das hast du ja schon, verwehrte Schrott, weißt du, wie es geht? Ja. Hohlbeine ist am besten oben Morgentown zu erledigen. Da, wo Els Tattoo-Studio, da sind so viele Ghouls vor dem seinem Haus, vor dem seinem Eingang. Easy. Immer schnell alles. Wann werden die wöchentlichen geupdatet? Dienstags. Dann muss ich bis Dienstag noch die wöchentliche machen. So, dann gehe ich jetzt mal. Ich mache das zum Beispiel gerade mit der Unterkunft, weil das so viele Punkte bringt, gleich mit Boost. Mal ganz kurz mit der Werte.